Gut, ich würde gerne anfangen. Thema heute: mit ökofairem Konsum kann man da die Welt verändern. Aber bevor wir sozusagen ans Eingemachte gehen, auf Bitten der Übersetzer die Frage: Wer hier im Raum braucht eine Übersetzung? Ist Englisch Muttersprachler beispielsweise? Ich müsste das auf Englisch fragen. Are there any people in the room who need a translation? Okay, so. Danke. Gut. Wir haben 2 Stunden Zeit, ein Thema zu diskutieren, was seit Jahren eigentlich ziemlich umstritten ist. Wie weit kommen wir mit Konsum und kann man damit eigentlich auch die Welt verbessern? Wir haben 2 Stunden Zeit, das zu diskutieren. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, am Anfang mit denjenigen, die wir eingeladen haben, auf das Panel ein bisschen ins Gespräch zu kommen, bevor ich dann nachher für Fragen aus dem Publikum öffne. Dazu wird genug Zeit sein bei 2 Stunden. Aber beginnen würde ich gerne mit Fragen an diejenigen, die hier sehr profilierte Vertreter sind, dieses Streits. Wie weit kommen wir mit Konsum? An die Wahlurne gehen wir eben nur alle 4 Jahre. In den Supermarkt jeden Tag. Wir entscheiden uns zwischen dem Ei aus der Legebatterie und dem eines freilaufenden Huhns. Wir entscheiden uns zwischen Ökostrom und Atomstrom. Möglicherweise inzwischen auch ziehen wir unser Geld von einer Übeltäterbank ab und legen es woanders an, wo es nicht um Profit geht. All diese Entscheidungen nehmen viele Verbraucher inzwischen so ernst wie den Gang zur Wahlurne. Und als diese Bewegung immer mehr Konjunktur bekam, folgte eigentlich die Kritik auf dem Fuße. Konsumbürger, so hieß es, sind nicht in der Lage, politischen Druck zu entfalten. Leute, die sich engagieren wollten, sollten das nicht mit dem Einkaufen tun, sondern indem sie sich dahin bewegen, wo kollektive Entscheidungen gefällt werden, nämlich in den politischen Arenen. Und genau diesen Konflikt wollen wir heute diskutieren. Ich begrüße auf dem Podium zunächst die beiden Damen. Tanja Busse zu meiner linken Seite studierte Journalistik und Philosophie. Sie moderiert auf WDR 5. Sie schreibt für die Zeit und Sterngesund Leben Einkaufskolumnen. 2006 erschien ihr erstes Buch, Die Einkaufsrevolution, wo sie eigentlich diese Idee des strategischen Konsums entfaltet hat. 2010 erschien ihr zweites Buch, Die Ernährungsdiktatur und warum wir nicht länger essen dürfen, was uns die Industrie auftischt. Neben ihr sitzt Katrin Hartmann. Katrin studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Skandinavistik. Sie hat während ihres Studiums schon für die Frankfurter Rundschau, Taz und Titanic geschrieben, dann ein Volontariat gemacht bei der Frankfurter Rundschau und war dort auch Redakteurin für Nachrichten und Politik. Von 2006 bis 2009 arbeitete Katrin als Redakteurin bei Neon. 2009 erschien ihr erstes Buch, Das Ende der Märchenstunde, wie die Industrie, die Lohas und die Lifestyle-Ökos vereinnahmt, wo sie die Kritik am strategischen Konsum mit spitzer Feder formulierte. Inzwischen ist ihr 2. Buch erschienen, Wir müssen leider draußen bleiben, über die neue Armut in der Konsumgesellschaft. Schön, dass du da bist. Und auf meiner rechten Seite sitzt Johannes Doms. Johannes Doms ist von Haus aus Agraringenieur, er arbeitet seit 1981 bei der Firma HIP, ist heute Mitglied der Geschäftsführung und dort zuständig für Technik, Rohwareneinkauf und Qualitätssicherung. HIP, würde ich einfach mal so sagen wollen, hat mit dem Setzen auf ökologische Rohstoffe für Babygläschen eine ganze Branche bewegt. Babygläschen sind heutzutage eigentlich unverkäuflich, wenn sie nicht auch Bio-Bestandteile haben. Das heißt, HIP hat es geschafft, die Messlatte für alle höher zu legen. Herzlich willkommen auch an Johannes Doms. Mein Name ist Kirsten Brodde, ich bin die Moderatorin für die nächsten 2 Stunden. Ich bin Journalistin, gelernte Journalistin, habe 2 Bücher geschrieben. Mein Spezialgebiet ist Textil, also Kleidung. Ich arbeite inzwischen als Campaignerin für Greenpeace International und bin dort verantwortlich für deren Textilkampagne, die Detox-Kampagne. Gut. Ich warte jetzt noch einen ganz kleinen Augenblick, bis sich vielleicht die Letzten gesetzt haben.
Tanja, wir blicken jetzt, seit du dein Buch geschrieben hast, das war 2006, 2005 hast du angefangen, das heißt, du überblickst eine ganze Latte an Jahren jetzt, was strategischen Konsum angeht. Was bringt das mit dem korrekten Konsumieren? Also die Bilanz ist zweigeteilt, würde ich sagen. Ich bin einerseits euphorisch, weil ich dachte, als ich dieses Buch geschrieben habe, ich habe ja so eine ganz komische Idee, die nur ein Lektor in einem Buchverlag gut findet. Und ansonsten kann man keine Bücher schreiben, die den Leuten sagen, dass sie alles falsch machen. Das verkauft sich nicht. Und als das Buch dann erschienen war und ich merkte, überall, wo ich zu Lesungen eingeladen war, gab es Leute, die an der einen oder anderen Baustelle schon ganz doll dran waren, dass im Prinzip eine Bewegung ist, die viele Leute erreicht hat, hat mich das sehr erfreut und mir eben gezeigt, dass das bei Weitem eine Idee von solitären Schreibtischtätern ist, sondern dass sowas tatsächlich mitten in der Gesellschaft im Gange ist, sein eigenes Konsumverhalten in Frage stellen, aus den ganz unterschiedlichsten Motivationen heraus. Und das lässt mich positiv auf die Bewegung gucken, die dadurch durchaus entstanden ist. Kritisch ist natürlich die Bilanz zu sagen, dass wir dadurch immer noch nicht eine komplette Einkaufsrevolution haben, die alle Hersteller zwingen würde, so weit zu gehen wie die Firma Hipp, zu sagen, wir stellen jetzt komplett so um, wie es ökologisch, nachhaltig, sozial und ethisch verantwortlich wäre. Und was ich mir jetzt wünschen würde, wäre, dass diese Bewegung der Konsumenten, die sagen, ich will dieses eklige Fleisch nicht mehr essen, ich will nicht mehr, dass meinetwegen Tiere gequält werden, ich will nicht mehr, dass Leute ausgebeutet werden, dass das noch mehr Niederschlag als bisher in der Politik findet. Und ich glaube, da ist gerade so eine entscheidende Frage, dass aus diesem Bewusstsein einer Gesellschaft, die sagt, wir wollen das so nicht mehr haben, aus dieser treibenden Gruppe, dass daraus eine politische Bewegung stimmt. Und dazu würde ich gerne nochmal den Begriff, den Kirsten Brodde verwendet hat, des Konsumbürgers verwenden, der Consumer Citizen, heißt das in der englischsprachigen Debatte. Und der verbindet eben beides. Also man ist nicht nur der Konsument, der irgendwas tun soll, sondern man ist immer auch der Consumer Citizen, also auch der Bürger eines Gemeinwesens, der sich kümmert. Und wenn diese beiden Dinge zusammengehen, denke ich, können wir damit ein bisschen was erreichen. Katrin, du misstraust den Konsumbürgern eigentlich zutiefst. Du hältst sie für politikfern und auch die Unternehmen, die einsteigen auf korrekten Konsum, finden nicht alle deinen Beifall. Kannst du einfach die Gegenthese noch mal zuspitzen? Warum ist das nichts mit dem strategischen Konsum? Also wenn ich heute in den Biomarkt zum Einkaufen gehe und mir das Ergebnis anschaue des Biobooms, dann sieht es so aus, dass ich gerade keinen regionalen, saisonalen Spinat bekomme, sondern Pflaumen aus Argentinien, Paprika aus dem sehr wasserarmen Israel. Ich finde mehr als 500 Produkte mit Palmöl, für die ebenfalls der Regenwald gerodet wird und für die ebenfalls Menschen von ihrem Land vertrieben werden. Und ich finde eigentlich als Ergebnis sehe ich als Ergebnis, dass das Interesse eher zu sein scheint, dass alles bleibt, wie es ist, aber mit gutem Gewissen. Ich habe spaßeshalber, bevor ich hierher gekommen bin, mal mit gutem Gewissen gegoogelt und habe 4,5 Millionen Treffer gefunden. Und von SUV-Fahren über Aktien kaufen, über Fleisch essen, Burger essen, Skifahren, kann man, glaube ich, mittlerweile alles mit gutem Gewissen tun. Ich glaube schon, dass die Menschen ein großes Unbehagen verspüren, ob all der Krisen, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich glaube denen auch, dass sie womöglich andere Produkte haben wollten. Aber was ich beobachte, ist, dass die Idee des ethischen Konsums, die Begriffe sozial und ökologisch, dem Marktgedanken geopfert worden sind. Und ich glaube nicht, dass es einen Markteinfluss hat, wenn möglichst viele anders einkaufen. Das sehe ich nirgends. Und was ich noch beobachte, ist, dass eine ganze Menge von großen Konzernen sich aus der Schusslinie gebracht haben, indem sie selber irgendwie eine öko- oder faire Linie eingeführt haben, aber an ihrem schädlichen Kerngeschäft überhaupt nichts geändert haben. Gerade eben bei Bekleidung, was nutzt es, wenn H&M Öko-Baumwolle hat, wenn das T-Shirt trotzdem im Sweatshop genäht worden ist. Und ich habe eher den Eindruck, dass das vom großen Ganzen ablenkt und uns eigentlich sehr viel mehr Macht bindet, indem es uns einreden will, wir können nur noch einkaufen, wir können sonst gar nichts mehr als Bürger bewegen, wir haben nur noch die Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Das ist so ein Satz, den ich übrigens bei Diskussionsrunden immer wieder höre, aber was sollen wir denn sonst machen? Wir können doch gar nichts anderes machen und das sehe ich nicht so. Ich glaube, wir können ganz andere Dinge machen. Was wäre mit Hipp und dem Engagement von Hipp passiert, wenn sie keine Kunden dafür gehabt hätten?
wenn man versucht, ökologisch zu produzieren und besondere Ansprüche zu stellen an die Qualität des Produktes, dann macht es das Produkt immer teurer. Und wenn wir nicht die Verbraucher gehabt hätten, die das honoriert hätten, hätten wir es auch nicht tun können. Wir predigen heute alle das Prinzip der Nachhaltigkeit und zur Nachhaltigkeit gehört auch, dass das, was ich tue, in irgendeiner Form wirtschaftlich nachhaltig funktioniert. Das heißt, gebe ich mehr Geld für Qualität aus, kann ich das nur langfristig durchstehen, wenn diese höhere Qualität auch vom Verbraucher honoriert wird. Insoweit kann ich natürlich auch feststellen, dass ein Konsum durch das Konsumverhalten in seiner Qualität durch die Verbraucher auch beeinflusst werden kann. Hat es einen Einfluss auf alle? Also das, was HIP tut und wofür sich auch Kunden bringen, hat es sozusagen Einfluss auf die Produktion von anderen Unternehmen? Ja, es entsteht natürlich ein Wettbewerb. Wenn man Marktanteile gewinnt, dann fragt sich der Wettbewerber, was muss ich tun, damit die Marktanteilverluste in Grenzen gehalten werden oder möglichst aufgehoben werden können. Und in der Regel entsteht dann so ein MeToo-Effekt. Das muss ich auch machen. Und insoweit hat sicherlich es eine Bewegung gegeben und in einem bestimmten Bereich, der, speziell jetzt im Bereich der Babynahrung, hat es natürlich eine Ökologisierung auf diese Weise breitflächig gegeben. Einer der Aspekte, der immer wieder diskutiert natürlich wird, ist auch, ist dieser bewusste Konsum eigentlich erschwinglich? Wie viel teurer sind diese Produkte? Was bedeutete das nochmal für die Firma HIP? Es konnten ja, können nicht alle definitiv diese Babygläschen der Firma HIP kaufen. Ja, das ist ein großes Problem, wenn ich höherwertige, teurere, aber ökologisch verträglichere Produkte mache, müssen natürlich die Verbraucher auch in der Lage sein, das zu bezahlen. Das ist allerdings ein Problem, das ein einzelnes Unternehmen nicht lösen kann. Wir haben leider eine Gesellschaftsstruktur, die alles andere als nachhaltig ist und in der das verfügbare Einkommen und das zur Verfügung stehende Kapital sich zunehmend ungleich und ungerecht verteilt, sodass wir leider feststellen müssen, dass viele Verbraucher auch, selbst wenn sie es wollten, gar nicht ökologisch verträglich einkaufen können, weil ihnen schlichte Mittel fehlen. Aber diese Probleme, die wir hier in der Gesellschaft haben, und wenn man die kritisiert, wird einem schnell unterstellt, dass man eine Neiddiskussion führt oder ähnlicher Unfug. Wir brauchen nur hinzusehen, immer weniger Leute haben immer mehr Geld und immer mehr Leute haben immer weniger Geld. Und insoweit ist unsere Gesellschaft in ihrer Gesamtkonstruktion auch nicht nachhaltig. Da können wir so ökologisch produzieren, wie wir wollen. Das System wird kollabieren, wenn wir uns nicht bald was einfallen lassen. Nochmal die Nachfrage sozusagen. Diejenigen bringt dann diejenigen, die jetzt die HIP-Gläschen kaufen, für mehr Geld, bringt das was? Ist das eine Nische, die, oder hat das sozusagen das Zeug, eine ganze Branche zu verändern und zum Mainstream zu werden? Sicher haben wir die ganze Branche verändert, aber wir haben auch das Thema ökologische Erzeugung in den 80er Jahren aus der Nische geholt. Wir haben das ökologische und nachhaltig erzeugte Produkt, wenn man so will, allgemein gesellschaftsfähig gemacht. Die ökologischen Produkte sind in der Vergangenheit im Wesentlichen nur in Ökoläden verkauft worden und heute bekommt man ökologische Produkte natürlich in viel zu kleinem Maßstab, aber immerhin in so gut wie jedem Supermarkt. Und wir wissen von unseren Kunden, dass die das Thema Öko auch durchaus sehr ernst nehmen und ziemlich genau hingucken. Betrugspotenzial gibt es überall, aber die Ökoqualität ist im Wesentlichen in Ordnung. Dann stimmt ja auch das, was Katrin gesagt hat. Also HIP hat sozusagen eine 100% Geschäftspolitik in Richtung eines sauberen Produktes. Du sagst, Konzerne bringen sich mit dieser Art von Produkten, die dann die strategischen Konsumenten kaufen, aus der Schusslinie. Kannst du einfach mal ein paar Beispiele dafür nennen? Also wenn wir die ganzen großen Handelsketten anschauen, wenn wir Rewe, man darf ja hier Namen sagen, glaube ich, Rewe, Lidl, Aldi, also die großen Handelsketten anschaut, die ja einen ganz, ganz großen Konkurrenzkampf untereinander führen, indem es um wirklich um jeden einzelnen Kunden geht, dann haben die natürlich Bio ins Programm genommen, natürlich, aber sie haben jetzt nichts Konventionelles oder nichts Schlechtes dafür rausgeworfen, genauso mit fair gehandelten Sachen. Das ist dort auch noch eine Nische, das heißt, es soll zusätzliche Kunden
anlocken, die das auch kaufen. Das ist eine Strategie, die im Grunde nichts ändert. Im Gegenteil ist es so, dass seit die Großen eingestiegen ist der Druck auf die Biobranche natürlich auch nochmal gewachsen. Größere Mengen bereitzustellen, gleiche Qualität bereitzustellen, auch Preis ist da eine Frage, und das ist natürlich schwierig. Dann gibt es Unternehmen wie das Unternehmen Starbucks zum Beispiel. Die haben eine große Kampagne gemacht, 100% fair. Das klingt so, als hätten sie jetzt nur noch fair gehandelten Kaffee. Das stimmt nicht. Das sind nur die Espresso-Getränke und auch nur in Europa. Tatsächlich ist es so, und das kommunizieren sie auch gern, dass sie die größten Mengen fair gehandelten Kaffees abnehmen. Tatsächlich ist aber so, dass bei Starbucks der Anteil fair gehandelten Kaffees bei 10% liegt. Das wollen die auch nicht erweitern, sonst kostet dies richtig Geld. Ich habe die ja mal interviewt, und der damalige Pressemann hat dann auch gesagt, nee, mehr wird es auch nicht werden. Aber wir benutzen das so, um unser eigenes Nachhaltigkeitssiegel praktisch mitzubewerben, weil da gibt es ja dann praktisch keinen Unterschied mehr. Das machen viele Firmen, so ein eigenes Pseudo-Fair, Pseudo-Öko-Label, das aber weder Öko noch fair ist, sondern im Grunde nur innerhalb des konventionellen Massenmarktes ein bisschen besser ist, aber im Grunde dazu gedacht ist, den Massenmarkt zu bedienen und zu erhalten und überhaupt keine Änderungen des Systems. Also es ist nicht nur einfach, dass sich da ein grünes Mäntelchen umgehängt wird, sondern es geht auch ganz explizit darum, diese Strukturen des Massenmarktes zu erhalten. Und es ist eigentlich genau der Massenmarkt, der durch Überproduktion, durch viel Wegwerfen, wenn viel weggeworfen wird, wird auch viel gekauft, zu erhalten, weil das bringt Profit. Und ich habe auch festgestellt, nachdem ich mich jetzt nun gut 4 Jahre damit beschäftige und auch fürs neue Buch, wenn, dann geht es meistens um Öko, aber das Soziale gerät immer ins Hintertreffen. Da kommen wir gleich noch zu, weil es in der Tat so ist, dass ökologischer und ethischer Konsum weit auseinanderklaffen. Aber Tanja, du hast den Kopf geschüttelt. Also bringt es, du sagst, es berührt, Katrin argumentiert, es berührt eigentlich seltenst das Kerngeschäft der Unternehmen. Bringt es nichts? Siehst du keine Veränderung? Also ich sehe natürlich jede Menge Veränderungen, das wäre auch mein Hauptpunkt, aber erstmal die Zustimmung. Es ist in der Tat ein Problem, wenn Bio zu schnell in die Masse geht, dass die sozusagen industrialisierten Lebensmittelstrukturen auf die Biobranche angewendet werden, und wenn ein Großunternehmer sagt, ich will die und die Mengen der und der gleichbleibenden Qualität um jeden Preis, und wenn du die nicht lieferst, wirst du ausgelistet. Also da gibt es sehr viele Klagen von Biobauern und eben auch die paradoxe Entwicklung, die politisch geändert werden müsste, dass ganz viele Biorohstoffe, die hier wachsen könnten, wo die Bauern sich nicht trauen umzustellen, weil sie nicht wissen, ob sie es schaffen, ob sie Abnehmer finden, dass die importiert werden. Und das sind in der Tat ganz traurige Entwicklungen. Und man sagen würde, die mutigen Biobauern, Pioniere, die das Wissen erarbeitet haben, die aber jetzt nicht eine Hoflandstruktur haben, dass sie selbstständig vermarkten können, die sind im Prinzip Opfer einer zu schnellen Bio-Entwicklung gewesen, die in den Supermärkten eben Bio-Qualität verlangt, aber in Chargen, die kleine Bauern eben nicht oft regional nicht liefern können. Also der Punkt ist klar, da muss man drauf achten, und das muss politisch gesteuert werden. Der Konsument soll regional einkaufen, der hilft da auch mit, aber es muss politisch auch so gesteuert werden, dass alle Bauern, die wollen, die Chance haben, umzustellen und dann aber auch zu Bio-Bedingungen liefern zu können und nicht eben diesem Preisdruck unterleiden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, unter dem viele Biobauern gerade auch leiden. Also insofern, da muss man ganz gut aufpassen, was so eine Entwicklung auslösen kann. Der zweite Punkt ist aber, dass ich nicht glaube, dass die Konsumenten sich so leicht täuschen lassen, dass wenn Rewe jetzt sagt, wir machen hier pro Planet und sind total nachhaltig, dass denn die Leute das alle sofort glauben und nicht mehr unterscheiden können, was ein Bio-Label eines Verbandes aussagt und was die behauptete Nachhaltigkeit von einem Unternehmen wie, sagen wir mal, Aldi, die gleich null ist, würde ich mal sagen. Das kann man als Konsument sehr wohl auseinanderhalten. Das hat sich in Zahlen gezeigt, als die große Finanz- und Lebensmittelkrise war. Da hat der Bio-Fachhandel, also die Bio-Fachgeschäfte, die haben an Konsum gewonnen, also haben an Marktanteil gewonnen, während Bio im Supermarkt gesunken ist. Und das, denke ich, kann man als Indiz dafür nehmen, dass die Glaubwürdigkeit von richtigen Bio-Geschäften mit Bio-Höfen, dass Höflein eine höhere Glaubwürdigkeit haben als sozusagen die PR. Gags aus den großen Supermärkten, die in der Tat eben oft in Richtung Greenwashing gehen. Und der wichtigste Punkt aber, den ich sage, wo ich sozusagen widersprechen würde, dass man sagt, es bringt überhaupt keine Änderung, das finde ich für alle Bio-Pioniere, die es gewagt haben, ihren Hof umzustellen, als völlig unsicher war, oder auch für die großen Unternehmen natürlich in der Folge. Aber es gab eben ganz viele Landwirte in Deutschland, wo sie übersetzen doch. Also ich höre gerade, ich muss langsamer reden, mich weniger echauffieren, weil sie doch übersetzen.
Also es gab ganz viele Landwirte in Deutschland, die gesagt haben, ich halte diese Art der Produktion für falsch. Ich will nicht immer mehr Tiere für immer weniger Geld mit immer mehr Chemikalienmästen großziehen und mich, meine Nachkommen gefährden. Und deshalb produziere ich biologisch, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich Abnehmer finde. Davon gab es überall in Deutschland ganz mutige Pioniere, die gesagt haben, mein Gewissen sagt mir, ich halte das für richtig. Die haben oft 10 Jahre lang Biomilch produziert, an die nächste Molkerei verkauft, ohne einen Aufschlag, weil sie so davon überzeugt waren, dass sie gemacht haben. Und ich glaube, dass diese Pionier- und Gründergeneration, dass die natürlich was ganz Wichtiges geändert haben, auch wenn das jetzt heute nicht 50% aller Landwirte sind, sondern viel weniger sind, sind das diejenigen, die einen Wissenspool geschaffen haben. Das heißt, wenn es jetzt so etwas gäbe wie ein Fukushima der Ernährung und Frau Aigner sagen würde, wir machen jetzt eine ökologische Landwirtschaft, weil wir erkannt haben, das ist die Zukunft der Ernährung, dann sind diese Bauern überall in Europa da und können sagen, so baut man Leguminosen an, also Eiweißfrüchte, dass wir auf Soja verzichten können. Und so kann man Tiere mästen ohne Antibiotika. Und so kann man Kühe auf eine Lebensleistung bringen, die viel günstiger und sicherer Milch produziert als die 10.000 Liter Superkuh, die aber nach 3 Jahren geschlachtet werden muss wegen Erschöpfung. Das heißt, das sind diese Wissenszellen, die vorhanden sind, die eine Vorbereiter waren auf der fachlichen Ebene. Ich habe in allen meinen Interviews vom Bauernverband, von der Industrie immer gehört, das geht doch gar nicht, das müssen wir so machen. Anders können die Kühe können ohne Soja keine Milch geben. Das glauben da Leute wirklich. Es gibt aber in Witzenhausen an der Uni ein Versuchsgut, wo Rinder seit 2 Jahren ohne Kraftfutter nur von Heu ernährt werden und Milch geben. Die geben ein bisschen weniger Milch und die brauchen aber viel weniger Medikamente. Und diese Leute, die Pioniere sind auf all diesen Ebenen, die haben vorgemacht, wie es geht. Und wenn wir eine politische Wende haben und eben Konsumenten natürlich auch, die mitziehen, dann ist das Wissen vorhanden und das ist ein unglaublich wichtiger Schatz in einer Zeit, in der eben traditionelles Wissen verloren geht. Also insofern ändert es mich bei natürlich der berechtigten Kritik an der Entwicklung, aber wenn jemand sagt, das hat nichts geändert, dann ist es einfach falsch, weil da ganz tolle Pioniere überall in Deutschland gearbeitet haben daran, dass dieses Wissen da ist und dass man eine Ernährungsumstellung machen kann in allen Bereichen der Landwirtschaft, weil Leute experimentiert haben. Trotzdem bleibt ja das, was Katrin Hartmann gesagt hat. Wie leicht ist es eigentlich, die Konsumenten an der Nase rumzuführen? Wie viel Know-how ist da? Wie viel Unschärfe und Trendschärfe ist in diesem Bereich des strategischen Konsums? Was wissen die Konsumenten? Was sind ihre Erfahrungen? Es gibt den Konsumenten nicht. Es gibt viele Konsumenten, die sehr gut aufgeklärt sind, die sehr genau Bescheid wissen und auch sehr genau hinsehen. Und es gibt Konsumenten, die völlig ahnungslos sind und denen das auch letztlich alles wurscht ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mal darüber im Klaren werden, dass wir die Welt nicht retten, wenn wir sauberen oder ökologisch einwandfreien oder politisch korrekten Konsum betreiben. Konsum an sich ist zunächst mal ein Problem. Und es gibt nur mehr oder weniger schädlichen Konsum. Und das, worum wir uns bemühen sollten, ist, dass wir möglichst wenig schädlichen Konsum betreiben. Und gerade die Ökobewegung kommt mir oft so vor, dass die so ein bisschen in Selbstgerechtigkeit sich gerne mal zurücklehnt und sagt, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Wenn ich Landwirtschaft betreibe, ist das zunächst mal ein massiver Eingriff in die Natur. Die Natur hat es ohne unsere Landwirtschaft prima hingekriegt in den vergangenen Millionen Jahren. Und wenn wir jetzt einen Acker pflügen und auch wenn wir da ökologisch wirtschaften, schaffen wir da eine Monokultur. Auch wenn in einem anderen Fall vielleicht bei der ökologischen Erzeugung ein paar Unkräuter mehr auf dem Acker sind. Wir müssen also wirklich erst zunächst mal das alles höchst selbstkritisch betrachten, kein Greenwashing betreiben, es ehrlich meinen, das, was wir tun, und uns immer darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun, nie wirklich perfekt ist, sondern wir immer versuchen müssen, immer besser zu werden. Und die sozialen Kriterien, das war ja vorhin angesprochen, die sind ja ganz oft auch bei den ökologischen Produkten völlig vernachlässigt. Da wird viel zu wenig genau hingesehen und die soziale Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, mit dem wir uns hoffentlich in Zukunft mehr beschäftigen werden. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Sie sagen, Sie sollen kein Greenwashing betreiben. Auf der Webseite, die ich im Prinzip natürlich sehr gut finde von HIP, gibt es einen kleinen Film, wo eine Kuh auf der Weide steht. Ich glaube, dass Ihre Kühe auf der Weide sind, aber da kommt ein Bauer mit einem Melkschemel, den nehme ich Ihnen nicht ab. Ich fürchte, dass ich Ihnen da nicht weiterhelfen kann, weil ich nicht aus der Marketingabteilung bin. Aber und Sie haben schon so mal ihre gesehen, wie Ihre Ideen. Kühe gemolken werden, oder? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns jemand eine Kühe mit einem Schemel rausgeht auf die Wiese und da eine Kuh merkt. Das ist,
ich würde mal sagen, ein netter Marketing-Gag. Bevor wir dieses Thema Öko und Sozial und auch das Thema des Weniger, was ja hier schon seit Anfang an mitschwingt, diskutieren. Ich höre es immer wieder, wir programmieren den strategischen Konsum, als sei das das Einfachste von der Welt. Ja? Dann auf der anderen Seite sagen andere, das ist überhaupt nicht möglich, es ist ein Vollzeitjob für einen Verbraucher, irgendwie, wenn er wirklich bewusst konsumieren soll. An alle drei die Frage, mit dir angefangen, Tanja, du machst das schon ein paar Jahre. Wie leicht oder schwer ist das eigentlich von Lebensmitteln über T-Shirts, über andere Geldanlagen, wie ein bewusster Verbraucher zu sein? Und woran hakt es? Also, es ist, glaube ich, eine Frage der Ansprüche. Wenn man den Anspruch hat, es komplett richtig zu machen, müsste man das Konsumieren im Wesentlichen einstellen und Äpfel essen, die von den Bäumen fallen. Wenn man den Anspruch hat, dass man sich verbessern will, ohne perfekt zu sein, kann man eine ganze Menge relativ leicht machen. Also im Bereich der Lebensmittel guckt man sich vielleicht mal Höfe an, stellt dann fest, dass die Bio-Label einen höheren Standard haben, Neuland einen guten Standard bei Tierhaltung und als EU-Bio besser ist und zu günstig immer verdächtig ist, dass eine Selbstbehauptung vom Unternehmen immer fragwürdig ist, wenn es keine unabhängigen Kontrolleure gibt. Und dann gibt es eine Label-Datenbank und damit kommt man schon mal ein paar Schritte weiter, um zu gucken, was ist denn jetzt Greenwashing und was nicht. Damit ist man nicht 100% auf der sicheren Seite, aber man kann eine Menge bewirken. Wenn man wirklich den Anspruch hat, alles richtig zu machen, muss man sich entweder enorm einschränken oder aber wirklich sehr viel Zeit da reinstecken. Und andere Sachen sind aber in meiner eigenen Erfahrung wirklich einfach Trägheit und Gewohnheitsverhinderung, also zum Beispiel die Frage des Bankwechsels war, nachdem ich irgendwie dachte, das ist so viel Aufwand, dann ja eine Sache von irgendwie einer Stunde, die man mal reinsteckt und schon ist diese Sache geklärt oder Stromwechsel oder sowas wirklich sehr, sehr leicht geht, wo man sich wünschen würde, dass diesen Trägheitseffekt, man macht das so, man müsste mal, man ist chronisch überfordert, ist ja auch ein Zeichen in ständiger Hetze zu sein in unserer Zeit und solche Sachen vor sich herzuschieben. Also mit 100 pro Anspruch ist es wirklich Vollzeitjob. Aber wenn man sagt, ich will mich verbessern, ich will weniger und bewusster, strategischer konsumieren, kann man mit einfachen Regeln eine ganze Menge erreichen. Gleich weiter, ja? Verweigerst du das total mit dem strategischen Konsum? Kommt dir kein MSC oder auch von Greenpeace gelabelter Fisch in den Kühlschrank? Ich esse keinen Fisch. Vegetarier, aber ich finde es wahnsinnig schwer. Also ich finde es bei Klamotten praktisch unmöglich. Ich habe heute Schuhe an, das sind vegane Schuhe, ich habe aber keine Ahnung, wo sie hergestellt sind. Ich weiß aber, dass sie irgendwie euch, das finde ich wahnsinnig schwierig. Bei Klamotten finde ich es nahezu ausweglos. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das Geld dafür, wahnsinnig viel Geld für ökokorrekte Klamotten auszugeben. Und nachdem ich in Bangladesch war, letztes Jahr und mit Arbeitern einer Fabrik, die für Hess Natur produziert, gesprochen habe, die auch von ihrem Lohn nicht anständig leben können, hat mich das einigermaßen wütend gemacht, gelinde gesagt. Bei Lebensmitteln, also tatsächlich, ja, ich gehe in keinen normalen Supermarkt, einfach weil ich diesen unfassbaren Überfluss einfach auch überhaupt nicht mehr ertragen kann. Ich möchte nicht von einem Supermarkt die Zeit gestohlen haben, mich durch dieses Angebot zu wühlen. So viel übrige Zeit habe ich in meinem Leben nämlich nicht, so viel Freizeit dafür herzugeben. Aber ich merke eben, dass sich der Biomarkt dem angleicht. Und das ärgert mich wirklich wahnsinnig. Ich finde das eine Katastrophe, dass sich die Biomärkte mittlerweile wirklich von der Struktur her dem anpassen, was die normalen Supermärkte sind. Da finde ich genauso eingeflogene Ananas in kleinen Plastikportionspackungen, nochmal in Plastik eingeschweißt in der Kühltruhe am Eingang. Finde ich echt einen Skandal. Ich wohne nicht auf dem Land, ich wohne in der Stadt, das heißt, ich kann nicht zu einem Bauernhof fahren, schon weil ich kein Auto habe. Das heißt, ich finde es schwierig. Ich finde, bei Lebensmitteln geht es noch einigermaßen. Tatsächlich versuche ich das auch saisonal, aber tatsächlich finde ich es dann wirklich trotzdem unerträglich, wenn die Pflaumen aus Argentinien da liegen, wenn ich den Spargel saisonal suche und den gibt es dann nicht. Ökostrom, glaube ich, ist wirklich eine Bequemlichkeitssache, das geht ganz einfach, aber ich finde, da darf man auch nicht vergessen, dass da natürlich eine politische Bewegung erstmal dahinter steckt, dass wir diese Möglichkeit auch haben. Ich glaube, da hat sich zusammen mit dem Protest auf der Straße ganz, ganz viel zusammen entwickelt und das finde ich sehr, sehr gut.
Ich bin auch bei einer ethischen Bank, ich bin bei der GLS Bank. Es ärgert mich wahnsinnig, dass die GLS Bank zum Beispiel jetzt in Mikrokredite in Deutschland macht. Das lehne ich vollkommen ab. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, zu welcher Bank ich gehen soll. Also ich find's wirklich sehr, sehr schwer. Also ich versuche das natürlich auch. Ich fahre mit dem Zug. Ich bin seit Dienstag in der Republik unterwegs, ausschließlich mit dem Zug. Ich glaube, ich bin in den letzten 3 Tagen gute 20 Stunden Zug gefahren. Ich würde das auch nach London machen. Ich würde auch nach London mit dem Zug fahren. Das wollte ich vor 2 Jahren machen, als wir dann in Urlaub hingefahren sind. Dann hat uns aber die Frau im Zug gesagt, dass uns das im Grunde so viel kostet wie eine Woche Hotel, 2 Wochen Mietwagen und Flug hin und zurück. Und da muss ich dann sagen, es tut mir herzlich leid, aber als freie Autorin kann ich mir nicht leisten, noch ein Monatsgehalt extra zu erarbeiten, nur um ökokorrekt mich fortzubewegen. Und das ärgert mich einfach, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Geld ausgebe dafür, halbwegs okay einzukaufen, während ich gleichzeitig von meinen Steuern die ganzen Schäden bezahlen muss, den die dreckige Wirtschaft anrichtet. Darf ich? Ja, okay. Ganz kurz nur dazu, nur was dahinter steht. Ich will nicht sagen, dass ich das besser mache, nur dahinter steht, es gibt irgendwie so ein Anrecht drauf, dass ich in England Urlaub machen kann, wenn ich das will. Und wenn es zu teuer ist, dann muss ich es halt ökologisch schädlich machen. Also ich nehme mich total davon nicht aus. Ich will dieses Jahr auch gerne nach England fahren. Und wir haben es noch nicht gelöst, wie wir hinkommen. Aber die Frage ist, ich finde, die Einstellung dahinter ist ja, da steht mit, ich habe jetzt ein Anrecht auf Kleidung und auf Lebensmittel und auf Mobilität. Auch, dass viele rumfahren natürlich. Ich fahre auch rum und mache Lesungen. Ich fahre dann auch mit dem Zug. Aber vielleicht ist das ja alles schon zu viel im Sinne von weniger. Also es gibt ja keinen Anspruch. Ja, aber es gibt ja keinen Anspruch, dass man noch reisen darf. Katrin, willst du jetzt antworten? Ich kann mich auch nicht auf ein Erdloch in der Theresienwiese eingraben und dort meine Karotten ziehen. Also ich bin auch nicht schuld. Ich frage das auch alles nicht nach. Also wenn wir mal darüber ganz kurz mal von dem Thema Ernährung weg, wenn wir jetzt, weil ich gerade Kosten angesprochen habe, darüber sprechen, dass ich noch so viel mit dem Fahrrad fahren kann und mit dem Zug fahren kann und gleichzeitig von meinen Steuern die Kohlekraft derart subventioniert wird, nicht nur durch Subventionen, sondern auch durch die Schäden, die uns von den Steuern abgezogen werden, dann werde ich ziemlich wütend, denn ich weiß ganz genau, wenn RWE für all das, die ja nun der größte CO2-Emittent Europas sind und das auch auf lange Sicht bleiben werden, weil sie an der Kohle festhalten, wenn die nämlich dafür zahlen müssten, für die Schäden, die sie anrichten, dann könnten die sofort dicht machen und die würden auch dicht machen. Und da habe ich keine Lust, mir ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen, weil ich bin da dran nicht schuld und die paar Flüge, die ich in meinem Leben gemacht habe, die kann ich an 2 Händen abzählen in meinem 40-jährigen Leben. Und das würde ich auch nicht machen, wenn nicht von meinem Geld wiederum die Flüge subventioniert werden, sondern wenn stattdessen die umweltfreundliche Mobilität subventioniert würde. Dafür würde ich mich sehr viel lieber entscheiden. Das schwingt so ein bisschen mit, okay, wir reden jetzt viel über Ökolabel, ja. Wir zeichnen die Produkte als gut aus, die gut gemacht sind, ökologisch und ethisch einwandfrei. Müssten wir nicht eigentlich umgekehrt agieren und alles das, was Katrin auch gerade genannt hat, deutlich sichtbar machen und die Produkte, die schädlich produziert werden, labeln? Ja, wir haben ja über das Thema auch schon mal gesprochen, dieses Bemühen derjenigen, die versuchen, bessere Produkte zu machen und das in irgendeiner Form transparent zu machen und ständig beweisen zu müssen, dass man besser ist, ist eigentlich ein Skandal. Denn die Produkte auf den Markt bringen, die unter unsäglichen Umständen und Ausbeutung, Todesfällen, Krankheit, Not und Tod von den Mitarbeitern oder Arbeitern um diesen Preis hergestellt worden sind, die müssen gar nichts sagen. Die tun irgendein Produkt ins Regal, das sieht fein, sauber und ordentlich aus und das Elend, das dahinter steckt, sieht niemand. Ich bin der Auffassung, dass wir dringend eine Art von Kategorisierung für die Produkte brauchen, die genau beschreiben, wie diese Produkte hergestellt worden sind und unter welchen Umständen. Wir brauchen, wenn man so will, eine Negativkennzeichnung und ein Unternehmen, das nicht nachweisen kann, dass es bestimmte Mindestlöhne gezahlt hat, das nicht nachweisen kann, dass es bestimmte Umweltstandards eingehalten hat, muss in irgendeiner Form das transparent machen. Ich kann mir dann sehr gut vorstellen, dass wir haben über diesen berühmten Werkzeugkasten aus der Mongolei hergestellt von politischen Strafgefangenen ohne Rechte schon gesprochen, wenn der dann für 25 Euro in irgendeinem Baumarkt liegt, kann ich mir schon vorstellen, dass ein ziemlich großer Teil der Leute zurückschreckt, wenn da entsprechende Piktogramme auf dem Produkt abgebildet wären. Das wäre eine echte Hilfe.
noch zum Thema Labeling? Ja, dann. Ich würde gerne ergänzen, man könnte ja über das Label hinausgehen, auf dieses Konzept, was ja auch vorhanden ist, der Internalisierung der externen Kosten zu gehen, dass man das besteuern würde. Und ich meine, es war lange Zeit irgendwie unmöglich, politisch, ordnungspolitisch vorzugehen. Da ist ja jeder, oder die Mainstream-Politik ist gleich in Ohnmacht gefallen. Aber zu sagen, man geht nicht nur dahin, das auf dem Label dem Konsumenten zu überlassen, sondern man geht einen Schritt weiter und internalisiert diese externen Schäden, Umweltschäden wieder. Das wäre denkbar, aber es ist auch diskutiert worden über eine Pestizidabgabe zum Beispiel, über eine Stickstoff, dass überall da, wo schädlicher Eintrag gemacht wird, dass das finanziert werden muss. Dass derjenige, der den Schaden, eigentlich ein total banales Prinzip, dass derjenige, der den Schaden anrichtet, dass der ihn auch finanzieren muss. Und dann hätten wir automatisch im Preis einen Niederschlag. Und dann hätten wir natürlich höhere Lebensmittelpreise und das müsste sich dann aber auch in Lebensmittelkörben für die Hartz-IV-Berechnung niederschlagen. Und in den Mindestlöhnen müsste sich das auch niederschlagen, um eine Gerechtigkeit zu finden. Aber das schien mir ein Ansatz zu sagen. Wir haben zum Beispiel zu hohe Antibiotika Einsätze in der Massentierhaltung. Also bitte muss auf so und so viel Antibiotika-Abgaben pro Hof eine Schadenssteuer sozusagen gezahlt werden. Und das braucht natürlich eine lange Vorbereitung, politisch sowas durchzusetzen und viele engagierte Bürger, die sagen, wir wollen da mehr Gerechtigkeit. Aber das wäre ein Weg, dass es sich im Preis unmittelbar niederschlagen würde, dass belohnt wird, wer eben ökologischer produziert und arbeitet. Katrin, wie ist es mit dir? Also du hattest ja am Anfang schon begründet, warum du sozusagen dem strategischen Konsum misstraust. Was ist deine Vision dann? Was ist die Alternative für dich sozusagen, um zu entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen zu kommen? Ich glaube, dass wir langfristig einfach von dem Modell Konsumgesellschaft wegkommen müssen und uns in eine Richtung der Postwachstumsökonomie entwickeln müssen. Denn alles steht und fällt ja mit der Konsumgesellschaft. Die Geschwindigkeit, in der wir alle leben und arbeiten, die Befriedigung, die wir aus dem Konsum ziehen, das Wachstum, das ist ja alles daran gekoppelt. Und ich glaube, dass wir davon langfristig wegkommen müssen. Das mit den Preisen ist natürlich, finde ich, auch eine absolut richtige und super Sache. Das wäre auch ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt, weil dann würde das Produkt aus der konventionellen Landwirtschaft sehr, sehr, sehr viel teurer sein als das aus der ökologischen Landwirtschaft. Dann hätten wir überhaupt erstmal eine Basis, um zu sehen, was richtet Schaden an, warum und in welchen Größenordnungen. Aber langfristig... Viele von uns werden wahrscheinlich das, was du entfaltet hast, Postwachstumsökonomie, viele können damit was anfangen, viele werden das teilen. Wir wissen, alles ist nicht morgen. Was machst du, was empfiehlst du auf diesem Weg? Ja, natürlich ist es nicht morgen, aber oder jedenfalls nicht heute, aber ich finde, dass wir in dieser ganzen Debatte uns sehr, sehr viel oder zu sehr an das Jetzt klammern, dass wir nicht nach hinten schauen und nicht danach schauen, wie sind eigentlich gesellschaftliche Veränderungen zustande gekommen, wie haben die sich entwickelt, sondern dass wir sehr, sehr am Jetzt kleben und das führt wahnsinnig schnell zu so Sachzwangargumenten. Und da in die Richtung sehe ich den ethischen Konsum manchmal auch rücken. Ich habe das oft in Diskussionen erlebt, dass es immer heißt, man muss sich eigentlich immer, also es bleibt immer an der Diskussion zwischen zwei Produkten, das etwas Bessere und das viel, viel Schlechtere kleben. Und das bringt eigentlich überhaupt nichts wirklich voran. Und ich glaube, auf dem Weg dahin wäre tatsächlich so eine, da ist auch nicht nur der Konsum dabei, da ist auch Arbeit dabei. Steckt auch mit drin, wie Arbeit verteilt wird, wie Wohlstand verteilt wird, wie Zeit verteilt wird. Das, glaube ich, kann man voneinander ganz, ganz schwer trennen. Das heißt, ohne eine halbwegs gerechte Verteilung, sei es in Form von sehr viel höheren Steuern für Vermögende oder sei es von einem existenzsichernden Lohn, wird es, glaube ich, solche Debatten nicht geben, weil die Menschen dann zu sehr in Angst gefangen sind und zu sehr in Abhängigkeit gefangen sind, um wirklich ein solches Modell einer anderen Wirtschaft und einer anderen Gesellschaft tatsächlich denken zu können und befürworten zu können. Ich glaube, dass wir gerade in der Konsumgesellschaft, die wir mit einem Unbehagen also nicht alle, aber sehr viele mit einem großen Unbehagen empfinden und die das irgendwie gut finden, aber aus anderen Gründen vielleicht unglücklich sind mit all dem Unglück, das eine Konsumgesellschaft bereitstellt, nämlich Konkurrenz und einen Wettbewerb,
dass wir das Gefühl haben, uns wird was weggenommen. Wir bekommen nichts zurück, wenn wir weniger haben. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Also wenn ein Leben mit weniger Stress beim Einkaufen zum Beispiel, mit weniger Entscheidung, was man jetzt kaufen soll, mit weniger Mobilität. Ich finde das gar nicht so gut, so viel rumzugurken. Ich wäre eigentlich viel lieber zu Hause. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die, mit denen man das schmackhaft machen könnte. Und auf dem Weg dahin sind solche Dinge wie wahre Kosten erstmal ermitteln, sicher eine Sache, aber es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir dazu kommen. Aber ich habe den Eindruck, die werden einfach nicht diskutiert. Ja. Wie ist das Verhältnis, an dem wir ja immer wieder entlang diskutieren, wie ist das Verhältnis von Konsum und Politik, also zwischen dem Einkaufen und dem, was wir brauchen an gesetzlichen veränderten Rahmenbedingungen? Bei Unternehmen, mit denen man das diskutiert, irgendwie stellen sich meistens sofort die Nackenhaare hoch, wenn ich irgendwie über verbindliche Regeln anfangen zu reden, und dann heißt es, vielen Dank, Frau Bottem, Dirigismus ist nichts für uns. Wie sieht das die Firma HIP? Wie ist das Zusammenspiel zwischen Konsum und Politik? Setzen Sie sich ein für veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, auch was Ihre Branche angeht, oder beispielsweise Gentechnikfreiheit, was ja auch in der Produktion bei Babygläschen und HIP eine Rolle spielt? Also zunächst mal kommt der Begriff Steuern ja von Steuern. Und Steuern haben durchaus auch den Zweck zu steuern. Und wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir eine Idealgesellschaft haben, wenn wir außer Rand und Band und ohne Regeln und Gesetze sind. Das ist in der Natur nicht vorgesehen. In der Natur sind alle Systeme, die in irgendwelcher Dynamik zueinander stehen, irgendwelchen Spielregeln unterworfen. Und die sind in der Regel auch den gleichen Spielregeln unterworfen. Und dann gibt es das, was wir einen fairen Wettbewerb nennen. Wir haben jetzt durch die Globalisierung, sind wir weit davon weg entfernt, einen fairen Wettbewerb zu haben. Wer am gewissenlosesten ausbeutet, wer Menschen am gewissenlosesten ausbeutet, die Natur am gewissenlosesten ausbeutet, der ist wirtschaftlich der Erfolgreichste. Und das ist auf die Dauer kein Zustand. Das Gleiche gilt an den Kapitalmärkten. Das ist letztlich auch alles außer Rand und Band. Es gibt keine echten Spielregeln mehr. Und unser Hauptproblem ist, dass kein Politiker sich mehr traut, das laut zu sagen. Wenn einer heute sowas sagt, dann wird er sofort in die linke Ecke gestellt oder dann ist man ein verkappter Kommunist oder ich weiß nicht was alles, aber wir reden eigentlich nur über eine nachhaltige Gesellschaft. Wie muss eine nachhaltige Gesellschaft aussehen? Und die kann nicht funktionieren, wenn sich bestimmte Dinge immer nur in eine Richtung bewegen. Wir brauchen Spielregeln, und zwar sinnvolle Spielregeln, damit bestimmte Auswüchse, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, einfach nicht mehr stattfinden. Es gibt ein reflexhaftes Ablehnen, natürlich, ja, diese Reflexe, die da immer heißen, ja, wir wollen nicht überreguliert werden, wir wollen dies nicht, wir wollen das nicht. Natürlich gibt es auch unsinnige Gesetze, das wissen wir auch. Aber genau genommen haben wir aktuell zu wenig Spielregeln. Das ist einmal ein klares, erfreuliches Plädoyer. Trotzdem nochmal die präzise Nachfrage. Ist es so einer Firma wie HIP, bewegen Sie sich auch in politischen Arenen? Das heißt, teilen Sie offensiv mit, dass sie für andere und neue Spielregeln sind, auch an entsprechende Adressaten? Und kann man das Unternehmen nicht eigentlich auch abverlangen? Jedes Unternehmen muss wissen, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung hat, so wie jeder Einzelne wissen muss, dass er eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Wir sollten immer nachdenken über das, was wir tun. Ein Unternehmen sollte sich damit beschäftigen, welche Auswirkungen sein Handeln hat, und jedes einzelne Individuum sollte sich auch damit beschäftigen, welche Auswirkungen sein Handeln hat. Wenn Sie sagen, wie wir uns politisch bewegen, dann müssten wir jetzt erstmal definieren, was wir unter Politik verstehen. Also über Parteipolitik können wir jetzt nicht reden. Das ist auch nicht sehr sinnvoll. Aber wenn wir uns beispielsweise für mehr Umweltschutz oder keine grüne Gentechnik einsetzen, dann halte ich das für eine politische Bühne, auf der wir uns da bewegen. Und da sind wir allerdings sehr aktiv über die Tatsache, dass wir solche Produkte verarbeiten, noch hinaus. Wir haben zum Beispiel zum Thema Gentechnik ein Programm für Schulen mit unterstützt, bei dem eine CD gemacht wurde mit entsprechendem Lehrmaterial für die jungen Schüler, damit denen die Risiken der Gentechnik nahegebracht werden, beispielsweise. Wie ist die Rolle von Politik, was Verbraucher angeht und Konsum? Fühlst du dich, hast du ja schon mal angedeutet, sozusagen, wie beurteilst du derzeit sozusagen die Regularien, die da sind, um beispielsweise auch kritischen Verbrauchern den Rücken frei zu halten?
Also die sind viel zu schlecht gerade und das wäre eine ganz wichtige Aufgabe. Darf ich nochmal eine kleine Wolte zur Einleitung? Ich glaube, dass es vom Unbehagen im Supermarkt, vom Ekel an dem Fertigessen einen direkten Weg auch gibt, der nicht bei allen natürlich funktioniert, aber zum weniger und über die Wahl zwischen den zwei Produkten, die du beschrieben hattest, dass es auch ein Hinterfragen dieser Produkte gibt und einen Weg dann zum Selbermachen oder zurück in den Garten. Wir erleben ja gerade eine Bewegung von Stadtgärtnern, die wieder selber Gemüse anbauen und ich würde das durchaus auch als eine politische Form sehen oder ein System-Supermarkt in Frage stellen sehen. Und da wäre eben sozusagen auch mein Link zur Politik, dass der Konsument, der anfängt kritisch im Supermarkt zu sagen, ey, ist das eigentlich alles richtig hier, dass der durchaus manchmal den Weg findet, entweder zur Occupy-Bewegung oder jetzt zur politischen Bewegung, die gerade Foodwatch vollzogen hat, die erst nur gesagt haben, das Essen ist für dich aus egoistischen Gründen ungesund, die jetzt aber sagen, wir haben eine Spekulation an den Agrarmärkten, die politisch nicht verhindert, sondern sogar erwünscht war und die müssen wir ändern, damit wir gesünderes Essen haben und dass da keine Opfer mehr gibt. Und das wäre jetzt so zu deiner Frage, Kirsten, also zu der Frage der Regularien. Die sind im Moment so gestaltet, wie Lebensmitteljuristen von großen Unternehmen die haben wollten. Das hat man an der Ampeldiskussion, nicht, dass die Ampel irgendwie klasse wäre, aber an der Ampeldiskussion gesehen. Es gibt einflussreiche Lobbyisten von Lebensmittelverbänden, die sagen, wir wollen irgendwie nicht so klare, plakative Aussagen, die sagen, das ist nicht gesund. Es gibt ein ganz starkes Engagement der Lebensmittelbranche bei sowas wie Plattformen, Bewegung und Ernährung, in dem irgendwie suggeriert wird, Nestlé und Unilever und Kraft und wie sie alle heißen, setzen sich dafür ein, dass unsere Kinder gesünder werden und schieben denen nebenbei noch den Kinderriegel unter und sagen, ja, es ist ja nicht das einzige ungesunde Lebensmittel, sondern der Lebensstil, der es ausmacht, also wir sind da ganz klasse. Und da sehe ich eher die Gefahren, dass es sehr schwer ist, gegen diese ganz starke Lobby Politik zu machen. Ein Beispiel vielleicht, ich habe neulich moderiert eine Veranstaltung des Agrarministeriums für Lebensmittelverschwendung, also gegen Lebensmittelverschwendung. Wo der Handel für im Sinne der Abmarschein, also gegen Lebensmittelverschwendung. Und die hatten den Handel eingeladen. Natürlich kann man sagen, das lenkt ab von den entscheidenden Fragen. Wir müssen uns um die EU-Agrarpolitik kümmern, wo diese Subventionen hingehen. Da soll die Ministerin weniger Einsatz drauf versetzen, auf diese Lebensmittelverschwendung der Konsumenten zu gehen. Aber okay, wenn man es macht, ist es eine gute Sache. Und da konnte man sehen, die Vertreter des Handels waren weit davon entfernt, irgendeine Art Schuldeingeständnis. Man war völlig verblüfft, dass da jemand sie kritisieren würde dafür, dass sie homogene Ware förderten. Und man konnte an dieser Veranstaltung gesagt, ne, bei uns ist doch alles in Ordnung, das sind doch Bilder aus Frankreich. Man konnte an diesem völligen Unverständnis sehen, wie schwer es sein muss, gegen diese Leute anzugehen und zu sagen, wir wollen eine komplett andere Ernährung und wir wollen jetzt wirklich mal was durchsetzen. Wir wollen, dass ihr Klartext redet und wir wollen, dass ihr Gentechnikfutter draufschreibt, wenn welches drin ist. Also da ist eine Lobby, das sind Leute, die an den gleichen Universitäten Agrarwissenschaften studiert haben, die an diese Technik glauben, die an den Fortschritt glauben, die ein völlig ungebrochenes Selbstbild haben und die ganz schwer zu erreichen sind. Und diese Leute muss man unter Druck setzen mit klaren Fakten und Studien, wie der B&S im Moment ja ganz gut macht, zu sagen, hier die Antibiotika zahlen, diese Subventionen. Und ich glaube, dann kommt man dahin, dass man mehr politischen Einfluss nehmen kann und eben besser regulieren kann, was im Moment jetzt nicht reguliert ist. Also von der Werbefreiheit, also Wiesenhof darf mit Hühnern auf der Weide wiesen. Hip nehme ich jetzt mal aus mit dem Melkschimmel. Aber bei, also wenn es nun Biomilch ist, also nein, jetzt nicht ernsthaft, würde ich da jetzt mal ausnehmen, aber ganz viele Unternehmen, ich bemühe mich langsamer zu sprechen, ganz viele Unternehmen dürfen eben werben mit Versprechungen und das ist eigentlich verboten durch das, also durch das Vertäuschungsverbot im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch steht, Verbraucher dürfen nicht getäuscht werden und es wird aber flächendeckend toleriert, dass sie eben doch getäuscht werden. Das wäre mal ein erster Ansatzpunkt für politische Regulierung, das stärker zu regeln. Du hast aber was gesagt, was auch in dieser Diskussion immer wieder mitschwingt. Ja? Wie politisch sind diese Konsumbürger? Ja? Also sind sie diejenigen, die sich was trauen und dann auch politisch aktiv werden? Oder sind sie, Katrin, wie ich deinem Buch entnommen habe, hältst du sie eigentlich für eher politikfern? Und du siehst keinen Zusammenhang zwischen denen, die anfangen kritisch zu konsumieren und denen, die irgendwann entscheiden, politisch aktiv zu werden, ob in der NGO oder in der Parteipolitik, was auch immer. Wie ist dein Gefühl dazu? Ich glaube, das kann man nicht so richtig trennen. Also hinter der Idee, also vor allem hinter der glamourösen Idee, Bio ist jetzt cool, da steckt kein politischer Gedanke. Ich glaube, so rum kann man es sagen. Aber ob diejenigen, die das jetzt verfolgen,
Also wenn ich in München in den Bio-Supermarkt gehe, ich habe noch nirgendwo so viele Menschen in Pelzmantel gesehen, ganz ehrlich. Dann glaube ich, dass da jetzt nicht direkt die politischen Menschen einkaufen. Aber ich glaube, dass sich doch etwas getan hat. Es gab ja Anfang des Jahres in Berlin eine große Demonstration, wir haben es satt, für bessere Lebensmittel. Da sind viele Menschen auf die Straße gegangen. Ich habe die große Hoffnung und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute dass viele Menschen das auf die Straße gehen wieder entdeckt haben. Das war ja vergangenes Jahr natürlich befördert durch Fukushima und befördert durch die Frechheiten der schwarz-gelben Regierung. Gab es ja eine Menge Leute, die gesagt haben, wir lassen uns das nicht mehr bieten und abschalten, Bullen durch die Straßen gelaufen sind. Und ich glaube, dass das so ein Moment ist, wo man merkt, das ist ja toll, ich bin nicht alleine, da sind auch noch andere, die sehen es genauso wie ich. Das macht Spaß, zusammen durch die Straßen zu laufen und zu schreien. Und da war es natürlich jetzt so, dass es relativ schnell etwas bewirkt hat. Das ist natürlich nicht immer so, aber in dem Fall ging das relativ schnell. Und das war eigentlich ganz schön zu sehen. Also ich sehe auch mit großer Begeisterung, habe ich das gelesen, dass es in Frankfurt mit Occupy gelungen ist, das gesamte Bankenviertel mit einer Menschenkette einzukreisen. Das finde ich wirklich, das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und ich glaube, man darf nicht glauben, dass jeder jetzt auf die Straße geht. Das ist auch nicht wichtig, dass jeder jetzt auf die Straße geht. Das werden viele sicher nicht tun. Aber man bringt etwas sehr viel mehr an die Öffentlichkeit und stellt eine klarere Forderung. Und Menschen auf der Straße treiben den Politikern doch schon eher den Angstschweiß auf die Stirn. Denn das ist ein sehr, sehr sichtbares Zeichen, dass man mit dem, was sie da machen, nicht zufrieden ist. Und das hat mich sehr gefreut, dass es eben diese Diskussion, diese Demonstration auch für bessere Lebensmittel gab. Und glaube einfach, dass wir uns sehr bewusst werden müssen, was du auch schon gesagt hast, dass wir wieder eine Lobby für uns als Bürger haben müssen. Dass es da eine ganz mächtige Industrielobby gibt, die an unserer Stelle Entscheidungen vorantreibt. Und das können wir als, wir sind die Einzigen, die das tatsächlich ändern können, indem wir wirklich einfach konkrete Forderungen stellen. Und die sind ja nicht so schwer. Und ich glaube, viele wollen das auch. Also es gibt, glaube ich, eine Zahl, 90% oder 88% der Deutschen wünschen sich eine andere Wirtschaftsordnung. Dass dieses Unbehagen finde ich dafür schon mal sehr förderlich. Ich habe vorhin nicht gefragt, ich hole das jetzt nochmal nach. Wie ist es bei Ihnen mit dem strategischen Konsum und dem politischen Engagement als Privatmann Doms? Bei mir persönlich. Oh. Als die 68er über die Straßen gegangen sind, war ich noch relativ jung, aber ich habe das genau beobachtet und habe letztlich, auch wenn da viel Mist geredet wurde, die wesentlichen Elemente davon mitgenommen, eine gewisse kritische Haltung gegenüber dem Establishment ist mir bis heute nicht abhanden gekommen und das, was da passiert, das ist richtig angesprochen worden, das Thema Lobbying beispielsweise, das muss man heute als gezielte Korruption bezeichnen. Es sollte überhaupt gar kein Lobbying geben. Da passieren unglaubliche Dinge, die Gesellschaft in keinster Weise nach vorne bringen und nur den Einzelinteressen bestimmter Wirtschaftszweige dienen. Mein persönlicher Konsum ist voll und ganz widersprüchlich. Ich kaufe Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht kaufen sollte. Ich kaufe Sachen, von denen ich weiß, dass es gut ist, die zu kaufen. Aber letztendlich bleibt es bei einem etwas hilflosen Bemühen, das Richtige zu tun. Schon allein, wenn man sich ins Auto setzt und den Schlüssel rumdreht und das Auto überhaupt CO2 ausstößt, aber dann vielleicht mein Auto natürlich mehr als 100 Gramm pro Kilometer, haben wir eigentlich schon ein Problem und von daher gesehen bin ich weit davon entfernt, vorbildlich zu sein. Sorry. Wie halten Sie es mit dem weniger? Sie hatten das vorhin auch angesprochen. Ist das sozusagen ein Weg für Sie, weniger zu konsumieren? Ja, ich konsumiere in vielen Bereichen weniger, weil ich mittlerweile darauf achte, dass das, was ich kaufe, ich möglichst nie mehr in meinem Leben nochmal kaufen muss. Das sind dann
Das sind dann teilweise, ich habe also vor 20 Jahren ein Fahrrad gekauft, das habe ich bewusst deswegen gekauft, das ist ein sehr stabiles Aluminiumfahrrad und das habe ich dem Händler gesagt, ich will nie wieder wegen eines Fahrrads zu Ihnen kommen müssen, verkaufen Sie mir ein anständiges Fahrrad, das will ich nur einmal kaufen und dann lasse ich ab und zu mal ein Tretlager erneuern. Und ich halte das für einen Weg. Es gibt ja mal so eine Darstellung, dass wenn jeder Japaner ein Essbesteck in Gold zur Geburt geschenkt kriegen würde, dann wäre das, wir können ja auch Edelstahl nehmen, dann wäre es nicht in Gold, aber selbst wenn es in Gold wäre, würde das insgesamt weniger kosten bis zum Ende seines Lebens als die vielen Holzstäbchen, die er da verbraucht hat in seinem Leben. Da denke ich, dass wir das Thema nachhaltigen Konsum auch mal mit qualitativ und hochwertig beschreiben sollten und eben nicht einen billigen Massenkonsum treiben und alle möglichen Sachen fünfmal in einem Jahr kaufen müssen, wenn wir denn die richtigen Sachen kaufen würden. Also insoweit tue ich das, räume aber ein, dass dazu natürlich auch oft die nötigen finanziellen Mittel oder auch ein strategisches Denken erforderlich ist. Das ist aber sicherlich nicht im Interesse unserer Wirtschaft, wenn man seinen Konsum einschränkt. Aber unsere Wirtschaft, das haben wir ja nun übereinstimmend festgestellt, läuft nicht gerade in die richtige Richtung. Ich würde mir mal wünschen, dass auch nur ein einziger Politiker, der da oben im Moment das Sagen hat, sich mal den Schneid hat, sich hinzustellen und zu sagen, unsere Wachstumspolitik ist falsch, auch wenn ich jetzt im Moment keine Alternative kenne, aber sie ist einfach falsch, dass einfach mal sich jemand hinstellt und sagt, jedes Jahr 3% Wachstum in einem endlichen System kann ja gar nicht funktionieren, da muss man nicht mal eine Schulbildung haben, um das zu erkennen, aber niemand traut sich, das mal einfach auszusprechen und sagen, das ist unsere Haltung, lass uns nach einer Alternative suchen. Ich kann das wirklich nicht begreifen, es ist eindeutig, man müsste es nur mal sagen, aber dann kommt wieder die Angst vor diesen ominösen Märkten, wer ist das eigentlich? Und plötzlich purzeln Aktienkurse, weil irgendjemand irgendein falsches Wort gesagt hat, dann kriegen alle wahnsinnig Angst und dann wird nur dummes Zeug geredet. Also mittlerweile tun wir ja nicht mehr das, was wir wirklich tun sollten. Wir sind gar nicht mehr frei im Handeln. Da sitzen die falschen Leute an den Hebeln. Wir müssten grundsätzlich was ändern, aber jetzt sind wir bei den 68ern. Schöner Schluss. Schöner Schluss. Ich möchte eine Sache noch nachfragen, die Katrin vorhin gesagt hat. Und zwar, wenn wir über strategischen Konsum reden, schlägt das Pendel in der Regel in Richtung ökologischen Konsum aus. Wir haben aber viele Produktbereiche, wo ebenso wichtig ist, dass sie ethisch einwandfrei produziert sind. Ich weiß, das hängt eng zusammen, aber wie schätzt ihr das ein, sozusagen? Wie ist das Verhältnis von Öko und Sozial, wenn es um bewussten Konsum geht? Wie spielt beides die gleiche Rolle? Was hinkt hinterher und warum? Gibt es eine Idee dazu, Tanja? Fangen wir mit Katrin an, weil sie hat das vorhin gleich als erstes angesprochen. Naja, also bei Bio, und dass das nicht missverstanden wird, ich bin ein glühender Anhänger des ökologischen Landbaus, weil ich weiß, dass der weltweit umgesetzt eine ganze Menge Probleme dieser Menschheit lösen kann, wie auch eben Armut. Also bei Bioprodukten ist es, glaube ich, das leuchtet noch relativ ein, weil das hat noch mit Gesundheit zu tun. Das ist nicht so ein großer Denksprung zu sozialen Bedingungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass bei vielen Dingen, glaube ich, die Herstellungsbedingungen relativ im Dunkeln liegen, bei Lebensmitteln. Auch bei Bio ist es, auf spanischen Gemüsefeldern gibt es auch massive Ausbeutung von Migranten. Das ist ja auch dort ein unglaublicher Massenmarkt, der eben auch mit Preisdruck oder unter Preisdruck steht. Und das ist, glaube ich, etwas weniger bekannt. Man kann es sehen, dass der Absatz des fairen Handels sehr viel kleiner ist als der von Bioprodukten, wobei man auch sagen muss, dass der faire Handel bei weitem nicht die großartigen sozialen Bedingungen schafft, die er vorgibt. Also die Bauern, die da sich angeschlossen haben, leben auch weiterhin noch in Armut, nur noch nicht mehr in katastrophaler Armut wie andere. Und das ist, glaube ich, einfach ein wahnsinnig weiter Denkweg. Also ich glaube, die Sweatshop-Geschichte ist schon bekannt, natürlich, aber ob einem die in dem Moment, wenn man sich gerade was kauft, gerade durch die Rübe rauscht, ich weiß es nicht. Also das Soziale ist, es ist einfach sehr, sehr viel abstrakter, glaube ich. Worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben keinen Automatismus zwischen Bio und Fair. Genau. Aber sozusagen siehst du eine Bewegung, dass sich das aufeinander zubewegt, dass die Sachen doppelt gut wirken irgendwann, oder wird das nicht funktionieren aus deiner Sicht? Also von Seiten der Industrie
glaube ich, und von den Handelsketten eher weniger. Also wenn man jetzt anschaut, was zum Beispiel Rewe macht, die mit dem Pro-Planet-Label nicht nur Öko machen wollen, sondern vor allem sozial. Da steht dann zum Beispiel auf den südspanischen Tomaten und auf den marokkanischen Tomaten mit dem Pro-Planet-Label drauf, soziale Bedingungen verbessert. Das heißt, dass sie, und ich finde es wahnsinnig zynisch, das heißt, dass die für die Saison, also für die Flüchtlinge dort anständige Unterkünfte bauen, die sie dann 3 Monate lang, solange es irgendwie gesetzlich halbwegs okay ist, drin wohnen dürfen. Dann können sie sehen, wo sie weitergehen. Das ist überhaupt kein Schritt in irgendeine Richtung faire Löhne, ordentliche Verträge, weil wenn es ordentliche Verträge und faire Löhne gäbe, könnten sich die Menschen dort einfach ihre Unterkunft selber bezahlen. Aber natürlich gibt es ein Interesse, genau dieses Lohngefälle zu halten. Denn nur mit diesem Lohngefälle macht man den Profit, gerade bei den Handelsketten, die schon so niedrige Preise machen und dann nur noch mit einem ganz kleinen Preisaufschlag wirklich den großen Profit machen und das heißt wahnsinnig viel verkaufen müssen und auch wahnsinnig viel einkaufen müssen. Und das ist irgendwann am Ende nur noch möglich, wenn man dort, wo die Lebensmittel produziert werden, ganz, ganz wenig einfach bezahlen muss. Und das ist ja, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also selbst Hess Natur hat es nicht im Griff. Gibt es auch zu, aber es ist einfach zu sehr in systemimmanent, dass man einfach Profit dann macht, wenn man für Arbeit wenig Geld ausgibt. Ich habe kürzlich, weil ich letztens länger zu Fairtrade recherchiert habe, mir einen Kaffee bestellt, der von mexikanischen Rebellen hergestellt wird und der kein Fairtrade-Siegel trägt, aber wo tatsächlich die Bauern in Selbstbestimmung den Kaffee herstellen und auch das ganze Geld dahin geht. Jetzt wurde der mir geliefert von DPD, von dem Paketdienstleister, bei dem die Leute aber sowas von ausgebeutet werden und sowas von nicht von ihrem Geld leben können. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, also Leute, ihr verkauft fairen Kaffee und dann lasst ihr mir das mit DPD schicken. Dann haben die mir gesagt, ja, was willst du machen? Wir können auch DHL machen, da sind die Zustände aber nicht besser. Außerdem liefert die Post, ist bei Waffenexporten mit im Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, na toll, aber ist... es wird halt von, also ohne dass das jetzt beabsichtigt gewesen wäre, von denen hat es einen gewissen Zynismus, wenn genau an dieser Stelle einfach das Elend des Menschen in Deutschland, der von seiner Arbeit nicht mehr leben kann, mit dem Elend des Menschen in der dritten Welt, der davon nicht leben kann, so in Konkurrenz gesetzt wird, weil die Strukturen sind einfach die gleichen. Also es gibt ja einfach eine Verbindung dazwischen. Und deswegen, glaube ich, ist genau dieses Soziale einfach echt am schwierigsten und am wenigsten tatsächlich umgesetzt. Tanja, wie ist das mit Öko und Sozial? Ich würde trotz aller dieser unzweifelhaft traurigen Zustände ein Gegenbeispiel wagen und ein bisschen Optimismus verbreiten, wenn es Grund dazu gibt. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist die Oblender Bauernmolkerei. Das waren Bauern, die sich zusammengeschlossen haben, die Biomilch produziert haben, keinen Abnehmer hatten. Und als ein Großkonzern Tuffi, ich glaube heute Campina, eine Molkerei geschlossen hat, haben die Bauern in einem Akt von Wahnsinn, Selbstüberschätzung und sehr, sehr schlauer Unterstützung durch BUND und engagierte Bürger diese Molkerei selber gekauft und haben Biomilch vermarktet, haben bei, nennen wir nach viel Kritik ruhig Rewe, als Abnehmer gefunden, der regionale Milch verkaufen wollte. Und die waren die Ersten, die gesagt haben, dieses Fairtrade-Prinzip könnte man auch auf die pleitegehenden Bauern hier anwenden. Und wir verkaufen eine öko-faire Milch und haben dieses Konzept erfunden, den Preis zu erhöhen, zusammen mit einer Aufklärungskampagne begleitet vom Milchforschungsinstitut, die gesagt haben, ihr sollt jetzt noch mehr für die Biomilch zahlen, als ihr ohnehin schon tut, weil sonst die Höfe nicht erhalten werden können. Guckt euch die Höfe an, die schaffen das sonst nicht. Die brauchen 40 Cent pro Liter. Und das wundersame Ergebnis an dieser Verbindung zwischen ökologisch gesunder Biomilch und sozialen Bedingungen für die Bauern im Sauerland und in Nordhessen und Nordrhein-Westfalen war, dass der Umsatz gestiegen ist. Und zwar netterweise nicht nur im Bioladen, sondern auch im Supermarkt, wo die Biomilch so ein bisschen exotisch schon stand. Und zwar um bis zu 10%. Und dieses Phänomen hat angehalten. Und diese Milch ist immer, wenn ich da, also ich komme aus der Gegend und kaufe dann da
rein, mangels Supermarkt im Laden und stelle fest, diese Milch ist ganz oft ausverkauft, weil die nachhaltig einen guten Ansatz hat, weil die Leute verstanden haben, und das war auch ein bisschen der Schluss von Josef Jacobi, dem Bauern, der das alles gegründet hat, der sagt, wenn man den Leuten erklärt und glaubhaft machen kann, warum sie mehr Geld ausgeben sollen, damit es was bringt, dann tun die das. Weil es eben sehr gut erklärt wurde, weil es anfassbar auch, also die Höfe sind alle im Internet, die Molkerei hat ein Museum, die laden jeden Tag eine Schulklasse ein, was alles wahnsinnig viel Arbeit macht, aber es ist sozusagen sichtbar und genau diese Verbindung zwischen sozialen Faktoren und eben ökologischen. Und das heißt natürlich nicht, dass man damit diese Probleme lösen kann, wie kriege ich Sherpas Kaffee hierhin, ohne ausbeuterische Paketdienste zu haben. Aber das zeigt, dass grundsätzlich die Konsumenten nicht nur sagen, ich bin nur an meiner Gesundheit interessiert, sondern dass durch eine klare, transparente Kommunikation sehr viele Konsumenten sagen, klar, ich will es für mich gesund haben, aber ich will auch, dass der Bauer weiterleben kann. Ja, warum denn nicht? Und diese 3 Cent, die habe ich jetzt über. Und das finde ich ein gutes Beispiel, an dem man eben lernt, könnte, wie man diese guten Effekte von Verbindung von Öko und Fair eben weiter verbreiten könnte über eine kleine Molkerei hinaus. Ihr seht schon, wir haben hier keine antiseptische Diskussion. Ja? Wir meandern im Moment irgendwie sehr zwischen verschiedenen Aspekten hin und her. Ich würde gerne, ich weiß, dass viele gekommen sind mit ihren persönlichen Fragen. Wie haltet ihr es mit dem Konsum? Wie ist das Verhältnis von Konsum und Politik? Ich würde gerne öffnen jetzt für Fragen aus dem Publikum. Ich bitte euch um zweierlei, wir sind relativ viele. Sagt euren Namen, sagt, woher ihr kommt. Formuliert bitte eine klare Frage und wenn möglich adressiert sie auch an jemanden direkt, der hier auf dem Publikum sitzt. Und wir haben ein Saalmikro. Sonja trägt es rum. Und bringt es zu denen, die deutlich sichtbar den Arm heben. Ja, mein Name ist Georg Möller, ich bin Ideenscout aus Hamburg und ich habe eigentlich eine Frage an das gesamte Panel, deshalb kann ich es jetzt nicht eindeutig zuordnen. Am sichersten wäre es mir noch bei Katrin aufgehoben. Aber wir haben über mehrere Aspekte gesprochen und ich finde, dass ich von diesem Kongress eigentlich mehr erwarten würde, dass er weniger so Kuschelkurse machen würde, als mehr deutlicher Akzente setzen würde. Und ich hoffe mir im nächsten Jahr, ohne dass ich jetzt eine Auswertungsrunde mache, dass wir mehr über kritische Massen reden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir haben inzwischen die technischen und die menschlichen Voraussetzungen dafür, und nicht abzuwarten, bis wir Konsumentenberatungen von Internetseiten von Konzernen bekommen, sondern indem wir das auch eben selber in die Hand nehmen und deutlich schärfer formulieren müssen. Denn es ist keine Frage von Spielregeln, sondern eine Frage von systemischer Aufstellung. Weil, ganz ehrlich gesagt, Herr Dohm, wenn Sie sagen, also nachhaltig muss, wenn man Nachhaltigkeit muss man auch nachhaltig verdienen, das ist ein bleiernd schwerer Satz, wo ich mir sage, die Banker haben auch sehr nachhaltig verdient und haben da gar nichts draus gemacht. Also Manager besser zu bezahlen, bringt erstmal gar nichts. Ich glaube, das Zweite, was ich nochmal nachfragen würde, ist dieses Bad Labeling. Also dieses Auszeichnen von bösen Buben. Das gibt es längst. In der Elektroindustrie, in der Großmaschinentechnologie, also Waschmaschinen kennt ihr alle von Saturn und Mediamarkt. Da sind so Label drauf von A bis D, manchmal bis F. Und das zeigt sozusagen die energetischen Auswirkungen, die es hat. Tatsächlich ist es aber so, dass nur die ersten 3 Ränge besetzt sind. Es gibt im Markt gar keine Produkte, die D bis G sind. Das hat die Industrie so durchgesetzt, damit auch selbst die Rotzmühle, die eigentlich ein C hat, noch so wie Mittelfeld aussieht. Das heißt, es gibt, wenn man sich über Spielregeln reden lässt, dann kommt man in die Situation, dass man von den Leuten, die noch schlauer Spielregeln machen können als wir, übervorteilt wird. Deshalb glaube ich, sollten wir mehr darüber debattieren, auch im Podium, welche Möglichkeiten es gibt, welche Handlungsoptionen wir haben in der Zukunft und spätestens im nächsten Jahr werden wir das kleinteiliger auch machen müssen, sogenannte kritische Massen zu erreichen. Weil wir haben die Möglichkeiten und wir sollten uns dagegen wehren und zwar selber und nicht warten, bis das jemand für uns stellvertretend tut.
Also erstmal, Herr Dohm, Sie wollten wahrscheinlich was zu Managergehältern sagen. Ja, da haben Sie mich gründlich missverstanden. Ich habe nicht von Managergehältern gesprochen und ich bin auch der Auffassung, dass viele Managergehälter viel zu hoch sind und ich bin auch der Auffassung, dass das, was die Banker verdient haben, kein nachhaltiges Verdienen war, denn die haben ja Geld verdient für etwas, für Werte, die sie eigentlich gar nicht geschaffen haben, die nur auf dem Papier gestanden haben. Also für eine solche Art von Bezahlung habe ich ja nicht plädiert. Ich habe für mehr konsumverfügbares Einkommen in den untersten Einkommensgruppen gesprochen und plädiert, insbesondere für Hartz-IV-Empfänger, die vielleicht gerne nachhaltigeren Konsum betreiben würden, aber unglücklicherweise aufgrund ihrer Einkommenslage nicht dazu in der Lage sind. Das Bad Labeling haben wir leider nicht. Das haben Sie ja gerade selber erklärt, dass es nicht funktioniert. Diese Art von Bad Labeling ist ja kein Bad Labeling. Das ist ja ein vorher unter den von mir schon geschilderten korrupten Umständen zustande gekommene Kategorisierung. Da müssen wir mit ganz anderen Mitteln rechnen, also auch Maßnahmen ergreifen. Ein Bad Labeling in dem Sinne erkenne ich nicht. Weitere Fragen? Die Frage mit den kritischen Massen, die bewahre ich mir nochmal auf. Wie erreicht man die kritischen Massen? Aber trotzdem würde ich gerne noch weiter sammeln im Publikum, was es noch für Fragen gibt. Das Mikro ist gerade hier bei mir. Hallo. Ja. Holger Knabe aus Hannover. Ich habe vorweg eine Frage an Herrn Dohms. Wie erwirtschaftet denn HIP den Profit? Und dann habe ich noch eine Anmerkung zur Macht der Verbraucherin. Also ich möchte mal erinnern an die Infektionsgefahr bei Gurken. Letztes Jahr, zumindest ging das ja so rum, dass das in Gefahr wäre. Und was dann passiert ist, dann war der Markt hin. Also das ist für mich immer das Paradebeispiel, was wir für eine Macht haben. Das ging von einem Tag auf den anderen. Eine andere Geschichte oder ein anderer Gedanke ist noch, selbst mal angenommen, wir haben 5 Ketten in Deutschland, die 90% abdecken, was Lebensmittelhandel angeht. Selbst wenn die jetzt nur Öko- und Transferprodukte verkaufen würden, aber die würden ihren Marktanteil behalten mit 90%, ist das dann okay? Also die Frage der Macht möchte ich hier nochmal anders stellen, Richtung der Ketten. Und eine andere Frage, die ich an alle drei richten möchte, ist, wie ist das mit dem Stichwort, was suche ich eigentlich für eine Bedürfnisbefriedigung, sage ich mal. Ich nehme mal dieses Beispiel mit dem Urlaub, ich fliege irgendwo hin, Problematik ist bekannt, aber was suche ich da eigentlich? Also was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Und die Frage ist ja, kann ich das auch irgendwie anders befriedigen? Und das ist ja nur ein Beispiel jetzt, Fliegen und genauso auf Einkauf. Gut, da waren jetzt 3 Fragen hin. Erstmal die Frage, wie erwirtschaftet HIP seinen Profit? Ich muss gestehen, dass ich nicht so ganz die Frage nicht so ganz verstehe. Also wie wir unseren Profit erwirtschaften, könnte man jetzt ganz banal damit beantworten, dass ich sage, indem wir etwas weniger ausgeben, als wir einnehmen. Das ist in der Regel das, wie das funktioniert, wie man Profit erwirtschaftet. Jetzt ist die Frage immer, wie hoch ist der Profit und sollte der Profit überhaupt so hoch sein? Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ein Familienunternehmen sind und keinen Shareholdern verpflichtet sind, die da Dinge faseln wie 25% Eigenkapitalrendite jedes Jahr. Wir haben doch das schon irgendwie gehört vor kurzem von gewissen Herrschaften. Sondern wir haben einen Gesellschafter, der hingeht und sagt, wir geben jetzt dafür, was weiß ich, ich habe das auch erlebt, das war eine schnelle Entscheidung, 1 Million mehr aus, das kostet der Rohstoff zwar mehr. Da ging es auch um den Verzicht auf gentechnikfreie Fütterung, nicht der Verzicht auf gentechnikfreie Fütterung, sondern auf der Verzicht auf Fütterung mit gentechnisch veränderten Organismen. Das kostet eine ganze Menge Geld, aber so eine Entscheidung fällt schnell. Da muss man keine Aktionäre fragen. Das schmälert den Gewinn, aber es ist dennoch nachhaltig, weil wir davon überzeugt sind, dass die Verbraucher das honorieren. Aber ich komme zu dem Punkt zurück. Wenn sie es nicht honorieren, kann man es nicht machen. Was ist mit den 5 Ketten? Also die sozusagen, was ist mit... Wir wälzen den Markt um, 90% wird dann öko und fair produziert, aber nur von 5 Ketten. Die Frage der Macht. Macht es? Also die Supermarktmacht ist ja ein wesentliches Problem. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das, womit ein Supermarkt Profit macht, ist ja eben gerade nicht mit Nachhaltigkeit, sondern eben gerade in diesen wenigen Margen, diese geringen Margen, die man überhaupt da noch Gewinn machen kann in dieser Konkurrenz, kommt nur dadurch zustande,
dass Preise gedrückt werden und dass unsauber produziert wird. Das heißt, wenn das wirklich alles ernsthaft fair, und ich rede nicht von fairem Handel, sondern ernsthaft gerecht wäre und ernsthaft ökologisch hergestellt, dann gäbe es diese 5 Ketten nicht. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Nicht in der Ausgestaltung, wie wir sie jetzt haben. Es ist eine andere Frage, und wenn wir über sowas reden, also wenn wir davon reden, dass etwas allgemeingültig werden soll, dann warum sollte man das einem Markt überlassen? Warum können wir uns dann nicht politisch dafür einsetzen, dass ein ökologischer Anbau so weit wie möglich zu hohen Standards umgesetzt wird und die Subventionen vom Schädlichen weggehen und zum Guten hingehen? Und warum setzen wir uns nicht für faire Handelsbedingungen auf der ganzen, gerechte Handelsbedingungen auf der ganzen Welt ein, als es wieder an ein Produkt wie ein Fairhandelsprodukt zu knüpfen? Nochmal auf die Supermarktketten zu kommen. Wir haben es ganz kurz vorhin schon angesprochen, das Problem des Wegschmeißens. Supermarktketten haben eine so unglaubliche Verschwendung, weil sie um jeden einzelnen Kunden buhlen, dass sie bis 5 vor 8 die Brotregale voll haben müssen, damit wir alle nicht glauben, wir leben im Kommunismus, und deswegen werden 500.000 Tonnen Brot pro Jahr weggeschmissen. Aber nicht, weil wir das explizit nachfragen, genauso wie mit den Erdbeeren im Winter. Ich bin relativ überzeugt davon sogar, dass eine ganze Menge Leute sagt, Erdbeeren im Januar, nee, also wirklich nicht mit mir, das kaufe ich nicht. Dann wird es aber halt einfach weggeschmissen. Das habe ich Rewe auch mal gefragt, warum sortieren sie denn nicht aus? Sie sind umstritten, jedes Jahr steht es wieder im Winter in der Zeitung, was es für eine Ökokatastrophe ist. Die Leute wollen es doch eigentlich gar nicht. Und dann sagen die, ja, aber wenn aber doch jemand was das will und das, wir haben das nicht, dann gehen die zu dem anderen. In diesen Konkurrenzkategorien funktionieren Supermärkte. Und ich habe zu meinem neuen Buch sehr lange an den Tafeln recherchiert, und das war im Februar, und da gibt es Berge von Erdbeeren. Das heißt, selbst wenn wir die im Supermarkt stehen lassen, dann werden sie halt weggeschmissen. Kleine Kette nochmal, kleine Kette, Ergänzung nochmal zu den Ketten. Die Distributionswege dieser großen Ketten sind ja eben so, dass es alles eine zentrale Verarbeitung gibt und ein zentrales Lager. Das heißt, deren grundsätzliche Organisationsstruktur steht dem ja entgegen, dass regional vermarktet und gewirtschaftet wird, sodass es total schwer ist für eine Kette regional, bis auf so ein paar Nischensachen, was ins Angebot zu nehmen. Und das wäre allein schon der Grund, neben der großen Markt- und der lobbyistischen Macht, der Wirtschaftsmacht, die sozusagen in politische Gestaltungsmacht umgewandelt wird, zu sagen, diese Ketten dürften diesen Einfluss nicht behalten, weil es eben Strukturen sind, die verhindern, dass man mitten in einer Weizenanbau steht und den Weizen lokal kauft. Und wenn es eine Regionalisierung gäbe, dürfte es halt sozusagen nicht eine Struktur geben, wonach die Milch aus der Warburger Börde ins Ruhrgebiet gefahren wird und dann wieder zurück, um dort verkauft zu werden. Also da hängen ja auch ökologische Folgen dran, die Ketten sozusagen entmachten müssten, in welcher Form auch immer. Ich habe die Frage der Bedürfnisbefriedigung noch nicht beantwortet. Gibt es noch weitere Fragen? Um es ganz klar zu sagen, die Frage, wie erreicht man kritische Massen, würde ich mir gerne fürs Ende aufbewahren, weil das ist was denke ich, viele von uns bewegt. Die kritische Masse ist doch längst erreicht. Uwe Zminski ist mein Name vom Institut für kreative Nachhaltigkeit. Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein und engagieren uns für sozial-ökologische Stadtentwicklung hier in Berlin vordergründig. Warum ich mich eigentlich gemeldet habe, ist, mich stört so ein bisschen tatsächlich dieser Kuschelkurs und es müsste sich doch was ändern und wir fordern an die Politik. Also ich habe den Eindruck, wir stehen mitten in dem größten kulturellen Wandel der Menschheitsgeschichte. Das höre ich auf anderen Konferenzen. Und es liegt nicht an den Erdbeeren, sondern für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir den ganzen Winter über Tomaten essen. Also ich freue mich jetzt einfach wieder, dass die Tomaten nach was schmecken. Ich war heute Morgen auf dem Markt und habe mir dort Obst und Gemüse angekauft. Natürlich kann ich mich darüber beschweren, dass in Bioläden die Milch aus Bayern billiger ist als die Milch aus Brandenburg. Aber meine Frage geht dahin, ich glaube mal, dass hier überwiegende Anzahl der Leute Studenten sind, und man kann doch sich selbst auch organisieren. Wenn ihr alle sagt, hey, wir wollen in unserer Mensa nur noch die und die regional saisonalen Produkte, dann wird es die ab nächsten Jahr in der Mensa nur noch geben.
man kann natürlich den Stromanbieter wechseln, man kann die Bank wechseln und man kann wettern gegen die Politik, aber sich selbst zu organisieren und sagen, Food-Koops zum Beispiel, also in Hausprojekten, wo der Brandenburger Bauer einmal die Woche mit dem Lieferwagen kommt und man sich einfach die Sachen liefern lässt, die es gerade auf dem Acker gibt. Also ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen, ich habe mich innerlich aufgewühlt gefühlt, wo ich dachte so, meine Güte, das habe ich echt vor ein paar Jahren gehört und dachte so, ey, jetzt ist gerade die Zeit reif für die großen Veränderungen und das, wie ihr es haben wollt, lebt euren Lebensstil so, wie ihr das wollt und wenn ihr auf die Klamotten von H&M scheißt, meine Güte, dann macht doch richtige coole Partys, bringt euren ganzen Kleiderschrank mit, den ihr nicht mehr anzieht, alles, was ihr seit 24 Monaten im Kleiderschrank habt, nicht mehr angezogen habt, raus damit und nicht auf dem Flohmarkt, sondern werft es auf einen Riesenhaufen und feiert Partys. Es muss auch Spaß machen und es geht nicht um das Verzichten, sondern wie Braungarten in Cradle to Cradle beschreibt, meine Güte, schaut euch mal im Frühling einen Kirschbaum an, der spart nicht und spart. Das ist die pure Verschwendung an Lebenslust. Und es geht um Lebensqualität und selbst bei sich anfangen und was tun. Und wenn ich eine Frage habe, dann an die Studentenschaft, was macht ihr hier an der Uni, dass eure, es gibt doch mittlerweile, ich habe es vergessen, wie es heißt, diese macht eure Uni grün und wenn die öffentlichen Haushalte so organisiert sind, dann wird das weitere Kreise ziehen. Und da einfach die Frage, egal ob jetzt in München, Theresienwiese, wo hier kommt, passiert hier was in diese Richtung? Danke. Das kann jetzt keiner auf dem Podium beantworten, ne? Aber deine Antwort, du sagst, es ist ausreichend kritische Masse bereits da. Sie muss sich selber organisieren. Ich würde das bezweifeln, aber das würde ich gerne noch ans Podium weitergeben. Ich habe noch eine Frage. Sonja, wo bist du mit dem Mikro? Guten Abend, ich bin Alex, komme aus Trier und hatte den Eindruck, es gab einige Einsichten auf dem Podium hier. Also um ein paar davon aufzuzählen kurz, es gab die Einsicht, naja, der Markt, der ist eigentlich nicht so gut, um die Ressourcen so zuzuteilen, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Das war die Einsicht dabei, dass, das hat, glaube ich, Frau Hartmann geäußert, dass zum Beispiel eigentlich möglichst billige Arbeit den größten Profit bringt. Es war die Einsicht dabei, dass langlebige Produkte in unserem System eigentlich nicht wirtschaftlich sind und dass sie deswegen nicht produziert werden. Und es hat sogar ausgerechnet, der Herr Doms als Unternehmer, das ist nicht böse gemeint, aber als Unternehmer hat noch die Einsicht gebracht, dass wir eigentlich in einem System sind, das an sich nicht nachhaltig ist. Vor diesem Hintergrund dieser Einsichten würde ich gerne an das Podium die Frage, naja, soll nicht zu tendenziös klingen, deswegen die Frage stellen, sollten wir, naja, die Frage einer Alternative, sollten wir etwa weiterhin, selbst wenn zum Beispiel Fairtrade-Bauern immer noch in Armut leben und all diese anderen Sachen so sind, versuchen ökologisch zu konsumieren? Oder sollten wir nicht stattdessen eher mal drüber nachdenken, wozu eigentlich dieses Wirtschaftssystem dient? Was eigentlich der Sinn davon ist? Also ist es Bedürfnisbefriedigung oder ist es was anderes? Und warum eigentlich es so ist, dass den einen die Produktionsmittel gehören, den anderen nicht? Doms, wollen Sie dazu was sagen? Also das waren große Fragen, die ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Wenn ich die beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich ein großer Philosoph oder Gesellschaftswissenschaftler. Also warum die Produktionsmittel so verteilt sind, wie sie heute verteilt sind, da würde ich mal sagen, das hat sich so ergeben, weil es Leute gibt, die immer das geschafft haben, irgendwie mehr Einfluss auszuüben als andere Leute. Und das haben sie zu ihrem Vorteil getan. Und dann entstehen solche Dinge. Und am Ende sind dann die Leute, die dann die mehr Produktionsmittel haben, auch diejenigen, die an den richtigen Stellen das Lobbying machen. Das sind Mechanismen, die einfach geschehen. Jetzt hat es ja Gesellschaftsstrukturen gegeben, die versucht haben, das zu ändern. Aber unglücklicherweise haben die nur unter einem anderen Vorzeichen auch genau das Gleiche getan. Die Privilegienwirtschaft hat sich nicht geändert. Also wir müssen, und ich sage es nochmal, über unsere Haltung nachdenken und wir müssen auch wirklich mehr darüber nachdenken, ob das, was jemand tut, wirklich ein Verhalten ist, das die Gesellschaft nach vorne bringt. Ich habe mal in einem Magazin einen Artikel gelesen,
in dem geschrieben stand, dass wenn ein Manager 5 Millionen im Jahr verdient und der nicht als nächstes versucht, 10 Millionen im Jahr zu verdienen, das kein guter Manager ist. Das Magazin habe ich daraufhin sofort abbestellt. Ich bin dann mehrfach von denen angerufen. Man hat mir erklärt, ich könnte dieses Magazin auch gerne ein paar Monate gratis haben. Also die regeln das alles mit Geld, verstehen Sie? Die haben jetzt gedacht, auf die Weise kriegen sie einen hin. Wir haben aber die falsche Haltung. Wir müssten solche Dinge einfach mal aussprechen. Und wenn jemand sie in einer bestimmten Art und Weise verhält, dann sagen, das ist nicht richtig, was er tut. Aber heute schallt einem entgegen, will Neidgesellschaft oder Sozialismus oder, verstehen Sie, wir sind einfach noch nicht reif. Wir können die Dinge nicht aussprechen. Wir haben noch nicht die richtige Haltung, aber wir sollten daran arbeiten. Naja, die Frage ist, ob Haltung dann wirklich reicht. Und natürlich, wir drehen uns im Kreis, wenn wir sagen, wer soll das jetzt machen. Ich glaube, dass das stattdessen, was Sie formuliert hatten, nicht wirklich weiterbringt. Also es ist nicht die Frage, ob wir gut leben oder gut politisch handeln, sondern das sollte sich ergänzen zu einem. Und natürlich kommt man, wenn man sagt, die Zeit eilt, wir haben dringende globale Krisen, die bevorstehen, wir brauchen jetzt Veränderung, ist natürlich völlig richtig. Und die Frage ist dann, glaube ich, immer, die sich auf vielen Podien stellt, wo kriegt man diese kritische Masse her, um wirklich so schnell was zu ändern, wie es geändert werden müsste. Und ich gebe zu, es gibt da auch und zum Pessimismus. Zu der Frage, wo Sie gefragt haben, warum ist das alles so verteilt, warum wird es immer ungleicher? Ich glaube, dass es immer wieder nochmal gut ist, dazu Adorno zu lesen, der ja so wunderbar beschrieben hat, wie der Arbeiter nach der erschöpfenden Arbeit über Massenkonsum von Popmusik, was auch immer, ruhig gestellt wird, damit befriedigt wird. Das klingt alles total 68er-mäßig, ein bisschen altbacken. Ich finde es aber nach wie vor richtig. Wir werden durch unseren Konsum vom Denken abgehalten und lassen uns damit wunderbar ruhig stellen, wenn es uns gelingt, dem auszukommen. Über Adorno-Lektüre, es hatte eben jemand noch nach Urlaub gefragt, da gibt es auch so schöne Texte von Enzensberger, wonach wir immer was anderes suchen, dann irgendwo hinreisen und das Gleiche, das, was wir suchen, dort kaputt machen. Das sind eigentlich Texte, die einem ziemlich noch die Augen öffnen und dann klar machen, dass wir tatsächlich natürlich kritische Massen bräuchten, um grundsätzlich ein anderes politisches System zu schaffen. Ich bin nur leider eher betrübt, was diese kritischen Massen angeht, aber vielleicht hat jemand da noch mehr Optimismus oder... Frau Bronte, Sie haben selber über politische Aktionen geschrieben und über die Handlungsfähigkeit der Menschen, doch was zu verändern. Katrin, erstmal dann. Nein, ich würde ihm wirklich vollkommen zustimmen, weil ich glaube, dass dieses Hin und Her und wo kauft man was und was kann das bewirken und sich immer im gleichen System bewegt und nicht letztlich auch nichts anderes ist als Konsum. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir sehr naiv wieder anfangen müssen, uns ganz naive Fragen zu stellen, die uns so ein bisschen ausgeredet worden sind, nämlich in welcher Welt wir zusammen leben und tatsächlich, warum die Verteilung so ungerecht ist und wie wir dazu kommen können, das zu ändern. Das sind, glaube ich, gar nicht mal so schwierige Fragen, aber tatsächlich ist es ja so, dass einem da sofort Gutmenschentum entgegengebrüllt wird oder politische Korrektheit und wir uns das gar nicht mehr so trauen. Ich sehe ein wesentliches Problem darin, dass es tatsächlich in dieser Gesellschaft, die wir leben, die nicht nur eine Konsumgesellschaft ist, sondern eine Gesellschaft ist, die viele Jahre durch eine verheerende neoliberale Politik geprägt worden ist, die uns gegenseitig aufeinander aufgehetzt hat und uns zu Konkurrenten hat werden lassen und unser Miteinander ziemlich zerstört und vergiftet haben. Ich habe keine konkrete Idee, wie wir zu diesem Miteinander wiederfinden. Und wenn ich mir gerade anschaue, wie unter anderem die Mittelschicht nach unten tritt und die Armen als Sozialschmarotzer und Schuldige an den Krisen beschimpft, stehen mir die Haare zu Berge und es bringt mich manchmal auch zur Verzweiflung. Aber tatsächlich glaube ich sehr, dass wir genau diese einfachen Fragen stellen müssen, weil das genau die Fragen sind, die bei uns ja ein Empfinden von Ungerechtigkeit auslösen. Und erst wenn wir dieses Empfinden haben, dass etwas ungerecht ist und dass etwas falsch läuft, darüber bekommen wir Empörung und Wut. Und ich glaube, Wut ist das, was wir auf jeden Fall wieder zulassen müssen. Und leider begegnet mir sehr, sehr oft eher eine Abgeklärtheit. Und diese Abgeklärtheit, ja, die mündet natürlich zu Stillstand. Und das dürfen wir nicht. Und ich glaube auch, irgendjemand hat es vorhin gesagt, die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, die Möglichkeiten, auf die Straße zu gehen und wirklich was zu bewegen, die sind wirklich noch nie so gut gewesen. Also das darf man tatsächlich nicht vergessen, um etwas Positives noch zu sagen. Johannes Doms nochmal und dann noch zwei Fragen aus dem Publikum.
Ja, ich wollte noch etwas sagen zu diesem Thema Haltung. Dass wir haben die Chance, dass wir etwas entwickeln in unserer Gesellschaft, aber das können wir nur mit politischer Bildung. Das ist natürlich klar, dass dieses Leute werden mit Konsum zum Schweigen gebracht. Mittlerweile, glaube ich, hat die Gesellschaft nicht mal mehr nötig, die Menschen mit Konsum zum Schweigen zu bringen, denn sonst gäbe es Hartz IV nicht. Was uns total fehlt, ist eine politische Bildung. Wir werden heute vollgestopft mit Wissen, damit wir funktionieren. Aber eine politische Bildung findet nicht statt. Mein Ältester hat Betriebswirtschaft studiert, er kennt meine kritische Haltung. Wir haben viel über solche Dinge diskutiert und dann habe ich ihn auch gefragt, was sagen denn eure Professoren an den Hochschulen zu diesem Thema? Was hört ihr denn über die Auswirkungen des sogenannten modernen betriebswirtschaftlichen Handelns, wenn ihr bestimmte Dinge tut, was bedeutet das für eine Gesellschaft? Das hat er nichts. Und wenn ich das anspreche, dann heißt es, das ist nicht Teil des Lehrplans. Es wird über das, was das bedeutet, was man tut, überhaupt nicht mehr gesprochen. Und wir müssen einfach ein kritisches Bewusstsein entwickeln und an den Stellen, an denen Menschen gebildet werden, auch das Thema politische Bildung wieder groß schreiben. Die muss überhaupt erstmal wieder stattfinden. In den 70ern haben wir es noch einigermaßen erlebt. Da gab es solche Fächer wie Gemeinschaftskunde. Da wurde dann auch durchaus mal was Kritisches gelehrt und auch Dinge beleuchtet. Das ist heutzutage total tabuisiert. Die Menschen werden nur noch zu funktionierenden Organismen erzogen. Hauptsache, die leisten und funktionieren immer und kriegen ihren Burnout möglichst spät und dann sollen sie abtreten. Also das ist im Grunde genommen die... Aber wir sind an einer Hochschule, also sollten die Studenten die Forderung stellen und sagen, wir wollen auch über das reden, was das bedeutet, was wir tun. Ich glaube, ein Riesenfehler, der geschehen ist, dass diese Drittmittelverpflichtung an Universitäten, dass die Gesellschaft das zugelassen hat, das führt auf allen Bereichen, in denen ich als Journalistin recherchiere, dazu, dass es überhaupt keinen unabhängigen Sachverstand mehr gibt. Den braucht man aber, um Dinge unabhängig einzuschätzen. Und wenn hier wirklich Studenten unter Ihnen sind, die was ändern wollen, kümmern Sie sich darum, dass Drittmittel unabhängig geforscht werden kann, auf allen Bereichen, in denen wir Forschung brauchen. Das wäre ein ganz großes Anliegen. Und ich glaube, es ist... Okay, super. Jetzt kommen wir doch noch als Eingemachte und an die weiten Kreise. Es waren aber noch zwei Fragen im Publikum. Ich bin Jolanta Uktverite. Ich komme aus Litauen, aber ich spreche Deutsch. Keine. So I will ask my question in English, if it's okay for the audience. I'm studying at Budapest, in Budapest now, Environmental Sciences, and I'm a member of Young Friends of the Earth Europe. And my question is, starting with the title of the session, which says sustainable consumption. And I'm reading a book which says that sustainable definition failed to have the real definition, like the most accepted. So sustainable is for everyone what he or she thinks it's comfortable for her to think. And so my question would go to Catherine and about what is organic, because I've noticed that we are focusing in this discussion so much about labeling, and I come from organic farm and I see how products are produced, and actually they are produced in the same way, using oil, using fuel, transported, packaged, sold to big chains. And I appreciate very much local initiatives when they grow food with ourselves, themselves, but could you imagine growing for yourself everything that you consume? For example, growing grain, which is a very hard job to do. And I think our discussion should include this about the chain of organic production. And last year I went to Biofach, when you see the focus is going totally to labels too, and I felt this is totally kind of a new green capitalism, which wants to consumers to see the label but don't think what is behind that. So what's your opinion on this? Ich antworte auf Deutsch. Ist es okay? Ja. Okay. Ich würde das genauso sehen. Ich glaube, ein Label, auf dem, also natürlich ist ein Bio-Label, steht für bestimmte Standards und es ist gesetzlich verankert. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu anderen Labels sicher. Aber ich glaube auch, dass es sich in die Richtung tatsächlich bewegt,
dass es ein Verkaufsargument von vielen ist und dass die ökologische Landwirtschaft, die Herstellung dahinter, die Idee und auch das Gute daran dahinter verschwindet. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich kriege wirklich einen Anfall, wenn ich im Bio-Supermarkt eine Bio-5-Minuten-Terrine sehe, in der auch noch Palmöl drin steckt. Und da braucht man sich übrigens von Biofirmen nichts erzählen zu lassen. Biopalmöl ist ganz genauso verheerend wie normales Palmöl auch. Und das ärgert mich wirklich wahnsinnig, weil damit nämlich im Grunde etwas hergestellt wird, was ich vorhin auch angesprochen habe, was in den gleichen Strukturen der normalen Supermärkte eben Standard ist, dass einem das Gefühl gegeben wird, alles geht auch in gut, wenn der richtige Stempel draufsteht. Das gilt für den fairen Handel übrigens genauso. Darüber gerät auch vollkommen ins Hintertreffen über den fairen Handel, dass die Bauern für uns Produkte herstellen, anstatt für ihre eigene Ernährungsunabhängigkeit zu sorgen. Und trotzdem dem wahnsinnig steigenden Lebensmittelpreisen ausgeliefert sind, der durch die Lebensmittelspekulation zustande kommt. Da kann der faire Handel überhaupt nicht ein Gegengewicht schaffen zu dem, was die Leute in die Armut treibt. Und wenn man jetzt beobachtet, wie viele große Firmen da in großem Stil in den fairen Handel einsteigen und das ganze Risiko, die ganze Verantwortung, die ganzen Ansprüche auf die armen Bauern abwälzen, dann ist es nicht mehr als Kolonialismus mit Herz. Und bei Bio geht es im Grunde ja, sollte es ja um ganz andere Dinge gehen. Da sollte es ja mehr darum gehen, sich regional und unabhängig zu versorgen. Da sollte es darum gehen, dass es ein Konzept ist, das weltweit so angewandt wird, dass die Menschen eben nicht mehr von Exporten abhängig sind und oder selber exportieren müssen. Und genau das sehe ich eben auch, dass das eben nicht der Fall ist. Also wenn man die irrsinnigen Plantagen, auch Bio-Plantagen in Südspanien sieht, die einfach wirklich am Rande zum Teil der gerade dessen, was bei Bio noch möglich ist, produzieren, dann sind die Unterschiede wirklich echt gering. Ich war vor 2 Tagen in Nordrhein-Westfalen auf einer Hühnerfarm, die endlich das Bio-Siegel entzogen bekommen hat, weil die Hühner da exakt genauso gequält werden wie andere Hühner auch. Und das ist eben tatsächlich, was ich vorhin meinte, wenn man diese Idee des ökologischen Landbaus, der eine andere Art des Wirtschaftens sein sollte und eben tatsächlich auch nicht mit dem Aufwand betrieben werden sollte und nicht diesen Überproduktionsstrukturen ausgeliefert sein sollte, dann kommen wir von einer wunderbaren Idee weg, die wirklich einfach dazu geeignet wäre, die Welt wirklich zu verändern. Und es wird ja, und das gibt auch den Biokritikern, zu denen ich nicht grundsätzlich, also ich bin kein grundsätzlicher Biokritiker, aber auch so ein Futter, die dann sagen, ja, wenn jetzt wirklich alles Bio wäre, so viel Weideflächen gibt es ja gar nicht. Das ist natürlich Quatsch, weil natürlich hat ein Bio, das wirklich umgesetzt werden muss, schon damit zu tun, dass es eine ganz andere Wirtschaftsweise und einen ganz anderen Lebensstil bedingen würde. Nämlich sehr, sehr, sehr viel weniger Fleisch und keine Ananas eingeflogen aus weiß der Himmel wo und keinen Bio-Spargel aus Peru im Januar. Und das geht wirklich nur über Politik und über das Bewusstsein darüber, wie wollen wir eigentlich leben, wie gerecht wollen wir das, was wir hier zur Verfügung haben auf dieser Welt an Flächen, eigentlich miteinander teilen. Gut, wir sind jetzt ein Stück weit wieder zurück auf der Bio-Diskussion. Ich fand eigentlich die Schlussdiskussion, die jetzt in Richtung, wie erreichen wir kritische Masse, wie erreichen wir Haltung, was brauchen wir für Elemente dafür, gut, gerade jetzt fürs Ende dieser Diskussion. Ich habe noch 2 Fragen aus dem Publikum und dann würde ich gerne zum Schlussplädoyer alle bitten, nochmal diese Frage zu beantworten. Was glaubt ihr, wie kommen wir zu kritischer Masse und mich inklusive? Ja. Hier war eine Frage links. Ja, ich habe schon das Mikro. Mein Name ist Jan, hallo. Vielleicht auch anschließend an das Thema kritische Masse. Und das Thema Meta-Label, dass man ein sektorübergreifendes Label hat, was dem Konsumenten zeigt, wie nachhaltig und fair ein Produkt ist. Was glauben Sie, wie realistisch es ist, dass es aus politischer Aktion heraus irgendwann mal entsteht, dass man so ein Label auf Produkten sieht, um einen Massenmarkt auch zu erreichen? Leicht sichtbar, einfach verständlich, die Komplexität aus dem Ganzen herausgenommen und unabhängig vergeben.
danke. Anita Idel, ich bin Tierärztin und Mediatorin und habe am Weltagrarbericht mitgeschrieben, der ja das klare Ergebnis hat. Wir können gar nicht mehr. Doch. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und was jetzt die kritischen Massen betrifft, ich denke, wie wir auf jeden Fall nicht dahin kommen, ist, wenn wir wirklich dieses Ausspielen machen, auf die anderen warten und eben den individuellen Konsum da völlig ausklammern. Ich glaube, wir müssen unbedingt beides. Jeder von uns trägt jeden Tag zum Konsum bei. Wir essen nun mal, wir trinken, wir kleiden uns, wir sind mobil und so weiter. Mit jedem von diesen Handlungen treffen wir Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sollten wir natürlich an Kriterien binden. Möglichst, das stand hier ja oben drüber, der nachhaltige Konsum. Da also möglichst gucken, dass wir, und sei es im Einzelfall, auch mal das kleinere Übel unterstützen. Aber auf jeden Fall nicht uns von diesem, zum Beispiel von diesen Massen der Labels jetzt klein machen lassen und sagen, naja, ehe ich hier immer das Kleingedruckte lesen muss, dann tue ich es eben gar nicht mehr. Nein, wenn wir diese Individualmacht, sei es in der Vorlesung, ein wichtiges Thema zu erzwingen, sei es im Supermarkt, das zumindest bessere Produkt zu kaufen. Wenn wir diese Individualmacht nicht nutzen, dann sind wir selber schuld. Positiv ausgedrückt, nur gemeinsam sind wir stark. Und dafür braucht es ganz viel von diesen individuellen Handlungen. Und das heißt natürlich auch, Politik unter Druck setzen. An allen Orten, wo man halt ist. Nicht jeder kann alles, aber da, wo wir sind, da müssen wir es halt tun. So weitermachen wie bisher können wir es nicht. Der Harald Welzer hat den schönen Satz, ich denke auch hier auf der Tagung, gesagt, wo er seine Arbeit zusammenfasst und sagt, Zukunft ist nicht Gegenwart plus. Zukunft muss was ganz anderes sein. Und dafür müssen wir auch eintreten. Und so können wir dann auch kritische Massen bilden, indem wir uns aber überall auch äußern. Ohne das wird es nicht kommen. Waren jetzt noch Fragen im Publikum? Sonst das Äußern, was Anita eingefordert hat. Dann los. Ich würde gerne auch noch was dazu sagen. Und zwar bin ich seit 20 Jahren auf einem Biobauernhof und der ist einer der ersten gewesen, die umgestellt wurden. Und betrachtet man die Agrarpolitik, ist Bio für mich eigentlich gestorben in dem Punkt, wo es unterstützt wurde. Denn die ganze Zeit haben sich Leute dafür stark gemacht, die nicht gewusst haben, wohin die Reise geht, die nur gewusst haben, so kann der Zug nicht weitergehen. Es gibt Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind. Zu viel Chemie und so weiter. Aber sie haben nicht gewusst, wo es hingeht. Aber in dem Moment, wo auf einmal Geld zu kriegen war, und deswegen würde ich doch genau das Gleiche sagen, wo Geld fließt, geht der Verstand flöten oder die Argumentation, da wird es genommen und auf einmal war weder Solidarität noch sonst was. Jeder hat nur geguckt, dass er auch noch genug wegkriegt. Und für mich ist da der biologische Landbau den Bach runtergegangen. Und ich denke, das ist genau das, wenn wir nicht anfangen zu überlegen, was wir wollen und was wir können. Es gibt so viele Beispiele, auch positive Beispiele. Was ich immer gerne anführe, ist Südafrika. Apartheid. Es hat was bewegt, wenn wir unseren Arsch hochkriegen. Hallo, mein Name ist Peter Wilhelm aus Berlin. Ich möchte auch mal was zur kritischen Masse einen Kommentar geben. Ich möchte mich dem Herrn von dem Institut für kreative Nachhaltigkeit auch ein bisschen anschließen, fand es ganz schön. Ich finde, dass wir uns immer über Konsum und sinnvollen Konsum und politisch korrekten Konsum reden, uns auch immer klar sein müssen, dass wir nicht nur über rational argumentierbare, sondern halt auch wirklich über Konsumkulturen reden, die ihre ästhetische Einbettung im Alltag haben. Wir müssen uns auch klar werden, dass wir auch hier alle, wie wir hier sind, im Augenblick schon noch eher einem bestimmten Milieu zugehörig sind, das noch nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, wenn man es jetzt mal von Bildungsstand und anderen habituellen Dispositionen abhängig machen würde. Das heißt, man muss auch immer wieder in den Kreisen selbstkritisch ein bisschen bewusst sein, wo reproduzieren wir selber eigentlich auch gerade noch symbolische Dinge, die eher abgrenzend als einschließend sind. Und ich meine zum Beispiel so etwas wie dann doch wieder ein bestimmter Verbotsethos, der das Bild des hässlichen Konsumenten zeichnet. Ich sehe das Wort Konsum nicht so negativ, wie es in der Regel getan wird. Ich finde auch unter ökologischen Bedingungen muss konsumiert werden. Es kann richtiger, falscher konsumiert werden. Und ich finde, man darf auch in der ökologischen
korrekten Gesellschaft noch oberflächlich sein und auch mal materialistisch sein, sofern es eben Dinge sind, die, die deswegen nicht alles kaputt machen, wenn man sie verbraucht. Danke. Gut, dann letzte Runde und Schlussfrage an alle. Wie ist das mit dem Arsch hochkriegen und den kritischen Massen? Was glaubt ihr, wie wichtig ist kritische Masse und wie kriegen wir sie? Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde den, mir geht es wie Anita Idel. Ich hab, sehe überhaupt keinen Zweck darin, Konsum und politische Aktionen gegeneinander auszuspielen. Ich muss allerdings zugeben, abseits von persönlichem Konsum bin ich einfach eine große Anhängerin von klarer Sichtbarkeit, von kritischer Masse und zwar auf der Straße, weil ich denke, dass es doch dann immer noch einen Unterschied macht, in großer Gruppe schier sichtbar zu sein mit Bettlaken, großen Bannern und 50.000 Leuten. Ja, wir müssen immer bei uns selber anfangen. Das ist das Einzige, was wir auf dieser Welt wirklich ändern können. Wenn wir es denn können, sind wir selber. Also es ist schon klar, dass man nicht Dinge fordern sollte, zu denen, die man selber umzusetzen, nicht bereit ist. Und wir sind sicherlich gut beraten, jeden Tag neu über das nachzudenken, was wir tun. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir nie wirklich zufrieden sein sollten mit dem, was wir tun. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass das Ganze nicht so depressive und selbstzerstörerische Züge bekommt. Da gibt es auch eine gewisse Gefahr. Also auch hier gilt, wir müssen eine gewisse Balance wahren und auf dem Teppich bleiben, aber wir sollten immer selbstkritisch sein. Tanja und Katrin, wer auch immer zuerst. Also, ja, ich schließe mich allem an bisher. Selber handeln ist gut. Konsum und selber handeln ist gut. Mach nichts. Es war nur Wasser, Gott sei Dank. Also, wir sollten auf jeden Fall selber kongruent sein und das, was wir natürlich fordern, von anderen selber einhalten, darüber nicht verzweifeln und kleine politische Schritte auch lieber ergreifen, als gar nichts zu machen. Ich würde gerne diese Debatte, die ja sehr diese Nordperspektive gehabt hat, die gesamten 2 Stunden, lass einfach fließen, das Wasser der Hoffnung fließen. Ich würde das gerne noch erweitern in die Richtung des Süden und fragen, ob wir überhaupt noch Zeit haben, in 25 Jahren mal langsam unseren Arsch hochzukriegen und die Bedingungen, zu denen wir ausbeuten, ein kleines bisschen zu mildern. Es gibt ein sehr beeindruckendes Buch von John Ziegler, der ja für die UN lange Zeit als Menschenrechts- und Ernährungsbeauftragter unterwegs war. Das heißt, der Hass auf den Westen. Er ist durch die Welt gefahren in die Gebiete, wo die Opfer sozusagen unseres Lebens und Konsumstils leben. Und er sagt, es ist gar nicht so sehr die Frage, was wir da jetzt im Norden weitermachen. Dort im Süden nutzen die Menschen die Möglichkeiten der Vernutzung, Vernetzung. Ihnen ist klar, wie sie ausgebeutet werden. Es schließen sich immer mehr Leute zusammen und es sind immer mehr Leute weniger bereit, sich ausbeuten zu lassen, sondern versuchen dagegen anzugehen. Das ist die Frage, ob sich das in Migration äußern wird. Vielleicht im Boykott von der bereitwilligen Lieferung von Kaffee, Kakao oder seltenen Erden oder was auch immer wir ja brauchen, um überhaupt existieren zu können. Und deshalb würde ich Sie alle auch bitten, diesen Blick zu haben. Also vielleicht ist ja sogar eine Hoffnung für uns, Beteiligte an der Ausbeutungsgesellschaft darin, dass in den Ländern des Südens die Leute selber rebellieren werden, sagen, wenn sie so geht es nicht weiter, wir machen nicht mehr so weiter für euch. Das alles natürlich von einer verändernden Weltordnung, aber es ist sozusagen mit mehr Widerstand, gerechtfertigtem Widerstand aus dem Süden zu rechnen. Vielleicht können wir da gucken, was da so passiert und vielleicht beschleunigt das unsere Trägheit in Sachen besserem Lebensstil und besserer Politik einfordern und selber machen. Das wäre meine Hoffnung, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen. Kritische Massen, Katrin. Ich habe hier ja so ein bisschen den Eindruck, also kritische Massen kommen ja vor, Massen überhaupt kommen ja dann zustande, wenn Menschen sich treffen und wenn Menschen miteinander reden und zu tun haben. Die Uni ist dafür ein eigentlich idealer Ort, aber die Uni ist ja auch schon mittlerweile sehr in den ökonomischen Strukturen gefangen. Ich hatte ja das wahnsinnige Glück, 17 Semester zu studieren und kein Auslandssemester zu machen. Und ich
glaube, dass das aber immer noch einer der Orte ist, an dem Ideen zusammenkommen können, trotz aller Ökonomisierung, und Menschen zusammenkommen, die miteinander reden und die miteinander was auf die Beine stellen können. Ich glaube, das ist eine große Voraussetzung dafür, dass es kritische Massen gibt, weil kritische Massen setzen eins voraus, nämlich Solidarität. Und wenn man die erst mal wieder gespürt hat, glaube ich, dann kann da wirklich daraus ganz viel entstehen. Ich weiß nicht, wie einfach es ist, sich selber von dem Wettbewerbsgedanken befreien zu lassen und sich nicht von einer Angst, also einer Zukunftsangst, dominieren zu lassen, aber das wäre, glaube ich, ein wesentlicher Schritt. Ich fand das, was du gesagt hast, ganz toll. Ich war ja, wie gesagt, zur Recherche letztes Jahr in Bangladesch. Und als ich zurückkam, haben viele gesagt, das war doch bestimmt ganz schrecklich und ganz schrecklich deprimierend. Und ich sagte, ja, es war natürlich entsetzlich und schrecklich arm. Aber ich bin, und es geht mir noch heute so, weil ich einen regelmäßigen Kontakt habe, weil ich dort mit einer Kleinbauernorganisation zu tun hatte, bei der ich jetzt auch Mitglied bin, die eine wirklich große Kraft haben, Dinge ändern wollen, Dinge unbedingt ändern wollen und überhaupt gar kein Problem haben, trotz katastrophaler Infrastruktur, trotz großer Armut, Leute im Land zu bewegen und zu mobilisieren. Es gibt in den Ländern des Südens ja schon ganz andere Gesellschaftsmodelle, die dort durchgesetzt werden wollen. Ich war letztes Jahr mal in England auf einer Konferenz, da gab es ein ganzes Seminar darüber, wie man Revolution macht und dass wir dafür vor allem eben genau nicht immer nur auf unseren eigenes Jetzt schauen müssen, sondern wir haben das andere hingekriegt, Zustände zu ändern und Dinge durchzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um Ideen zu bekommen und die auch umzusetzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir wieder zu einem Miteinander finden müssen und uns als Bürgern selber vertrauen müssen und dass wir uns gegenseitig auch wieder als Menschen vertrauen müssen. Gut. Vielen Dank. Jetzt sind wir am Ende doch noch vom Konsum wieder zur Revolution gekommen. Ich danke allen, die heute hier waren, ganz besonders denen, die mit mir auf dem Podium saßen, auch dem wachen Publikum und auch den Organisationen, der Organisation hier von MacPlanet. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Abend. Applaus